Hallo, liebe Menschen, die den Podcast schauen oder hören. Kurzer Hinweis, bevor die Folge losgeht. Meine letzte, allerletzte Tourtermin mit dem jetzigen Solo Standuf stehen an. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar 21. Februar, Bernhard Theater Zürich. Die erste, einzige und letzte Show, die ich mit dem Solo in Zürich mache. Also unbedingt vorbeikommen, wenn ihr von Zürich sind oder aus der Umgebung. März haben wir dann noch ein paar. 11. März Diogenes Theater in Altstetten im Rheintal. Und 17. Kesselhaus Pfaffikon. Und grosse Derniere, Samstag, 25. März im Kulturhaus Hebsen in meiner Heimatstadt in Basel. Kaufe Tickets, sind online auf meiner Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich sage gut, die Kopfhörer. Wenn ich die Kopfhörer nachher kann ich halt nur halb denken. Wolltest du einen? Nein, ja, einfach so einen Antrappen. Dass es ein bisschen Druck gibt um die Ohren. Ich habe keinen Druck. Sind wir drauf? Ja. Gut, ich muss ganz kurz Kopfhörer ansprechen. Ja, mach das genau. Und zwar schon vor 15 Jahren. Wenn ich im Radio deine Kopfhörer aufgesetzt habe und vergessen habe, die Lautstärke zuerst anpassen. Es passiert nicht mehr. Habe ich einen kompletten Hörsturz gehabt. Das passiert mittlerweile nicht mehr, weil ich immer kurz bevor dann die Person, die Sendung hat, nach mir, ich schnell den Kopfhörer das Volumen zurückdrehe. Aber ich höre immer noch so laut, das ist wirklich zum Verzweifeln. Du bist auf 11, oder? Ja. Von 10. Ja, genau. Und dann habe ich das letzte Mal so mit dem Gafferband probiert so abkleben, dass ich nicht irgendwie, also weißt du, dass ich dann wirklich bei der Einstellung 8 vielleicht dann so bleibe. Und ich glaube, nach 10 Minuten habe ich sie weggerissen. Ich brauche gewisse Lautstärke. Aber es gibt solche, die haben fast gar nicht auf dem Ohr. Das geht doch gar nicht. Ja, aber auch jetzt habe ich mir so zu schwätzen, wenn ich mich nicht noch höre. Eine gewisse Lautstärke ist ja schon okay, aber ich meine, du bist ja voll. Ja, nein, halt so lange. Ich habe lange Musik gemacht, weißt du, in der Band. Dort eigentlich die Ohren schon immer geschützt, aber eigentlich bin ich einfach gewohnt gewesen. Aber hörst du gut? Hä? Wir wollen mal einen Test machen. Nein. Apropos Holzalarm. Könnt ihr schnell schauen, dass er nicht oft auf den Tisch schlägt? Ah, ja, das Mikrofon dort steht. Ja, sehr gut. Machen wir alle jetzt einen Polizist. Ja, genau. Der Tonpolizist. Nein, ich habe das Gefühl, ich höre nur noch die Hälfte, gell? Also wenn ich 88 sage. Verstand ich 44. Ja, das ist vermutlich. Ja, aber also ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen. Ja, hör, sprichst du es nicht so an. Nein, ja. Es ist schon... Dafür ist es gut. Es ist, ja genau, das ist das nächste Problem. Jetzt habe ich noch eine doofe Lesebrille, die ich muss nehmen. Das regt mich richtig auf. Augenkorrektur Areal 20. Hast du Brille? Okay, doch. Ach, schon. Eben. Seit ich 6 bin. Ah, okay. Ja. Und dann muss ich mich amigs wieder, weißt du, merke ich so, in der Redaktion bin ich am Fluchen, weil ich es nicht richtig lese. Dann hast du die Brille gar wieder nicht mehr. Und dann sehe ich jemanden, der schon eben ewig lange Brille hat oder Linsen. Und dann denke ich, okay, das größte Problem ist nicht. Aber die Umstellung ist so. Ich glaube, ich muss so eine Bändel haben. Aber es ist ein bisschen für sehr viele Gegenstände in deinem Leben müsstest du ausbauen. Und zwar immer alle angehängt. Ja, genau. Also ein Kollege von mir hat seine Hausschlüssel. Ah, wie die Schlüsselkinder früher? Ja, ja, aber wirklich nur der. Der hat einfach so an einem Bändeli. Das ist so gut. Ja. Aber weißt du, auch Hemmli an oder was weiß ich. Ich sehe, so einen Schlüssel. Er weiß, wo er ist, oder? So einen Schlüssel und ist ein Hauswart irgendwo. Ja, aber hey, ist das wirklich geblieben wegen der Lautstärke, wegen der Kopfhörer? Das ist schon krass. Ja, es gibt eben so zwei, drei. Und du bist, glaube ich, schon auf Nummer 1 von der Liste. Oh ja. Und dann, dann liest du irgendwie so, was hast du gesehen? Brian Johnson von AC/DC. Hörsturz, kann ihm auftreten. Und, das muss ganz elend sein. Die Kollegin hat das mal gehabt. Ja. Yeah. Während der Sendung. Ist das so? Mhm. Ja, dann musst du gerade weg und zum Hals-Nasen-Ohren-Spezialist. Ja. Und kommst du auch lange nicht zurück. Eben ja, hey, jetzt habe ich gerade Angst. Also, nächstes Mal mache ich nur noch die Hälfte. Ja, ich probiere es.
Und du hast eine perfekte Sicht, perfekte Ohren. Nein, ich habe schon. Ich bist auch noch der Jüngere von uns zwei. Ja, zwei Jahre. Bin weitsichtig, sei mit dem Glauben, weil die Nöchel nicht so gut sieht. Oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe auch Linsen, abgekürzt Linsen. Aber es funktioniert super, so die 2 Wochen Linsen. Also, hast du auch Linsen? Ja, ich habe 2 Wochen Linsen. Eben, siehst du, hast du immer 4 Wochen drin. Es geht. Wenn es so von selber rauskommt, musst du sie wechseln. Nein, ich habe sie mal 7 Wochen drin gehabt. Da habe ich aber notgedrungen gesehen. Ja, können sich dann schnell dran, die Linsen. Mega. Ja. Also ich möchte, ich finde halt, ich habe kein Brillengesicht, sage ich. Ich fühle mich nicht wohl mit der Brille. Daheim habe ich eine, aber wenn ich draußen bin, habe ich Linsen. Und sehe durch das gut und höre, tue ich echt auch noch gut, zum guten Glück. Ich würde glaube Laser, ist das nicht viel, viel praktischer. Ich finde eben einen grossen Vorteil, wenn man am Morgen noch nicht gut sieht. Ja. Meinst du es dir selber im Spiegel? Oder? Ja, ja, so ganz grundsätzlich. Ich finde, so, der Start in den Tag kann so ein bisschen entspannter anfangen. Wie so eine Fade-In bei einem Song. Ja, und ich bin schon gewisse Städte in Russland und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt soll ich mir neue Linsen rein und mit diesen Linsen sehe ich New York zum Beispiel. Und noch, oder? Es ist immer die gleiche und dann leihst du die ab und du hast durch diese Linsen hast du jetzt die Stadt angeschaut und dann leihst du wieder neue an. Das ist cool, dann rahmen sie ein. Ja, New York, das schon nicht. Sie sind ja ziemlich aus Wasser, glaube ich, die haben nicht lange. Finde ich noch eine schöne Idee, dass man die Linse mit etwas bewusst. Bewusst. Spannend. Letztens hat jemand gesagt, die Linse ist gebrochen während dem. Okay. Kann das passieren? Ja, ich glaube schon. Also ich kann schon so ein bisschen abbrechen, glaube ich, irgendwann, oder? Irgendwie. Ich habe mal gemerkt, dass ich wahrscheinlich für mehrere Tage eine drin hatte, die einfach zu einer Ecke gefällt hat. Ah, ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn es aussen ist, spielt es wie keine Rolle, oder? Okay. Ich war aber einer von der ersten, gewesen, behaupte ich jetzt mal, Fasnacht, Luzern, wo so weisse Linsen drin gehen. Ah, natürlich. Und, das ist aber, glaube ich, ungesund, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich habe da dazu keine Fakten. Aber es ist so, ich hatte die drin gehabt, testweise. Wir sind basteln. Der Kollege hat sich während dem Basteln beim Wagenbauen mit einer, so einer Flex in die Hand geschnitten. Und ich war der Einzige, der fahren konnte. Sie haben getrunken. Ich habe nicht getrunken. Ich musste mit diesen Linsen, weil ich ja Schächtel daheim hatte, müssen so ins Spital fahren. Notfall. Und dann bin ich so an den Schalter und gesagt, also er hat das Problem. Und ich konnte einfach nie tauchen. Ich musste immer alle erklären, warum habe ich... Die sind noch teuer gewesen da. Die kosten nicht mehr 99 wie heute. Die sind nur teuer. Ich konnte sie nicht rausnehmen. Sie waren korrigiert gewesen. Und niemand hat es gekannt? Nein. Die haben das Gefühl, ich sei der Notfall. Es ist eh toll, wenn man von der Phase nach dem Notfall muss. Ja, dann meint man wahrscheinlich bei allen, es ist ein Notfall. Oh je, ja. Wenn so eine in einem übertriebenen Frauenkostüm und eine mit weissen Augen, der andere hat seine Hand ab. Okay, wo ist das Problem? Ja, wo fangen wir da wo an? Wir an? Moment. Ja, das kann man speziell vorstellen. Ja. Oh je. Nein, farbige Linse, das habe ich mich noch nie getraut. Ja, aber das war vor 20 oder noch später gewesen, also, oder früher. Also über 20, das würde ich jetzt auch nicht machen. Das war so ein Spleen gewesen, man hatte das irgendwie zum Sujet. Man hat ja früher auch noch Frisuren gemacht nach einem Sujet. Das ist natürlich schon lang vorbei. Und jetzt brauchte ich auch keine Linse. Aber ich glaube, Promis haben zum Teil so Linsen drin, oder? Weißt du, wo es ein bisschen blauere Augen gibt. Genau, um noch ein bisschen verstärken, was auch immer. Das siehst du auch bei diesen Trash-Sendungen, wenn du jemanden reinzappst, dass dann plötzlich, weißt du, so, wenn sie länger irgendwo in einem Container sind, Big Brother oder so, wo sie dann mal die Linsen rausnehmen, dann haben sie plötzlich andere Augen. Das ist. Ja, okay. Ja, sie gehen dann so wie auseinander, eigentlich, die Promis, weißt du. Die kommen zum Homeoffice-Extensions und dann siehst du eigentlich dann schlussendlich dann so nach 5-6 Tagen, wie sie wirklich aussehen. Ja, genau. Schaust du das Zeugs? Ja, wirklich. Es hat so ein bisschen angefangen, weil ich doch... Ah, ist der Mr. Trash. Ja, aber eigentlich aus einem einfachen Grund. Schon lange Morgenshow gemacht, du kommst heim. Früher waren es so die Talkshows am Nachmittag. Wer am Mittag, wie sie alle geheißen haben. Brit habe ich großartig gefunden. Oh, ja. Die ist ja, glaube ich, wieder da, oder? Die macht das, glaube ich. Ich glaube, die macht das wieder. Ja. Und dann bist du halt heim und hast das geschaut. Und dann bist du eingeschlafen nach der Morgenshow. Und das hat so ein angefangen mit dem Trash-TV. Und dort muss ich nicht studieren. Die kann ich einfach so ein bisschen konsumieren und zugeben. Es ist vieles zum Teil. Also alles schaue ich ja nicht. Aber so Dschungelcamp und Promi Big Brother und so, oder, das schaue ich schon. Und da kann ich gut abschalten. Ich mache noch Sinnvolles nebenzu, aber das gehört auch ein bisschen dazu. Ja, es hat die Richtershows, das hat einen Reiz gehabt. Ah, ja, Richterin Barbara Sales, ist das nicht die? Alexander Holt, die habe ich geliebt. Ja, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das sei nicht echt.
Es ist ja. Wobei, sie haben angefangen mit echten Fällen. Also zum Beispiel der Maschendrahtzaun. Ist der eine Sendung? Also ja, das ist noch ein echter Fall gewesen. Und dann irgendwann sind, glaube ich, belanglose Fälle ausgegangen. Okay. Ja, und die sind irgendwie so, habe ich dann nicht mehr so gespürt. Irgendwie sind die, aber eigentlich ist es ja jetzt im Alter, ist es spannend, jetzt so ein bisschen zu sehen, wie das Gericht funktioniert und wie die Fälle angehen. Ich finde es eigentlich jetzt mittlerweile, glaube ich, kann man es schauen. Ja. Also ich liebe so Ami-Reality-Zeugs auf Netflix. Love is Blind. Jetzt viel jetzt, genau, ja. Love is Blind? Habe ich jetzt nie gesehen, nein. Das ist großartig. Die Deutschen haben es dann kopiert und es hat irgendwie geheißen Five Senses for Love. Ah, ist das mit fünf Perlen oder so? Und du musst dann es sind alles Singles. Und jetzt also im Original beim Love is Blind, da gehen sie für, glaube ich, 2 Wochen oder so, gehen sie auf Blind Dates, wo sie effektiv in so einem kleinen Räumchen hocken und es hat nur so eine Milchglaswand. Und stimmt. Auf der anderen Seite sitzt auch jemand. Okay. Also sie hören sich nur. Und so tun sie die ganze Zeit so Speed-Dates machen. Also wie Rudi Carrell früher. ja, weit ist das hin. So ein bisschen. Aber der große Twist ist, sie können sich erst sehen, wenn sie sagen, wir heiraten. Sicher nicht. Doch. Also sie sind dann wirklich so lange miteinander am Schwarzen, bis dann irgendwer auf Knie geht und sagt, willst du mich heiraten? Und dann heisst sie ja und dann sehen sie sich das erste Mal und danach sind sie, glaube ich, 3 Wochen sind sie zusammen unterwegs und dann lernen sie schon die Eltern kennen und so. Und dann gibt es die Hochzeit. Wow. Dann gibt es effektiv die Hochzeit, wo sie dann ein Ja oder Nein sagen. Jetzt 8? Ja. Gut, in Amerika heiraten ist nicht gross, bist du schnell wieder geschieden, oder? Ich weiß nicht, also dort sagen sie dann zum Teil schon ein Nein. Ah, dann, an 8. Mhm. Du musst bis in die 3 Wochen, dann ist eigentlich die Entscheidung, formal da, auf genau. Ja. Ja gut, das ist so die letzte Ausweg, oder? Du sagst, nein, also den will ich nicht, oder die will ich nicht. Das ist aber cool. Und es ist völlig, Familie versammelt und alles. Und sie sind im Hochzeitskleid und im Smoking. Ja, aber da gibt es viele, die sind richtig wie Pilze aus dem Boden gekommen, gell? Also auf Netflix. So die, ja, vor allem Love is Blind ist wirklich grosses Kino. Ach, super, also so, und die Deutschen haben das dann kopiert und bei ihnen ist es dann eben noch gesehen mit, man hat sich dann Lief dürfen... Lief auf den nächsten Blick, echt? Ist das da? Five Senses. Englisch, doch noch ein bisschen. Ja, wow. man hat sich dürfen dann betatschen und man hat sich dürfen schmecken. Okay. Und so, also es ist eigentlich das Gleiche gesehen, einfach mit... mehr Sinn. Okay. Wow. Aber was ich auch in anderen Ländern schaue, ist LOL. Könntest, oder? Das Comedy-Format, also, ich glaube, ich würde 10 oder 12 Comedian einsperren und sie dürfen dann irgendwie auf 6 Stunden glaub, nicht lachen. Mit dem Bulli, oder? Wo das Ganze. Das finde ich ein sensationelles Format und habe dann auch Australien geschaut und Italien. Man hat zwar nicht so einen Bezug zu diesen Comedians, aber wenn man sie dann. Sie machen es dann schon gut, man lebt sie dann gleich können und dann fiebert man auch mit. Ich finde das wenig cool. Das war etwas, was mittlerweile hier bei euch. Die Schweiz, glaube ich, würde funktionieren, oder? Ja, ich habe nur die erste Staffel gesehen und die habe ich unglaublich anstrengend gefunden. Wirklich? Ja. Echt jetzt? Ja. Wegen wo? Es ist so viel Craziness gesehen. Es ist schon, ja. Und irgendwie, also es ist zum Teil zu hysterisch gesehen, weil sie halt dann eben so krampfhaft probieren. Das ist dann schon, also gegen Schluss wird es schon ein bisschen, zieht es ein bisschen wie Fäden. Also man versucht ja dann gegen Schluss mit allen erdenklichen Mitteln, dass sie anfangen zu lachen. Dann wird es anstrengend, da gibt er recht, ja. Aber es kommt vor allem lang, oder? Was ist es irgendwie? 6 Stunden, glaube ich. Nein, ja. Glaub's, ja. Aber es ist natürlich ein großartiges Konzept, oder? Weil eben drei Tage. Wie lange wärst du denn? Machst du eine ganze Staffel. Ich bin ein sehr schneller Lacher. Das stimmt, ja. Vor allem... Ich auch. Vor allem unter Comedians. Also, wir machen das gerne mal. Also ich glaube, ich wäre nicht der Erste, der rausgeht. Oh ja. Nein, aber es ist noch spannend, wenn ich wirklich im Comedy-Modus bin, dann lache ich nicht schnell. Also wenn ich wirklich anfange zu studieren. Ja. Und irgendwie, dann kannst du in einer Stunde über irgendwelche 2 Jokes diskutieren. Und du bist völlig ernsthaft dort und so. Und die Leute haben dann zum Teil das Gefühl, das ist ja schrecklich. Oder auch wenn ich eine Show schaue, dann bin ich sehr so Deformation professionell. Also du studierst, wie genau. Es angehensweise war. Aber wenn der Backstage auf irgendeinen dummen Scheiß laberst, dann geht es eine Sekunde und ich bin am Lachen. Ja. Drum. Ja, das ist bei dieser Sendung, ich meine, die kennen sich ja alle super gut. Oder? Ja. Das ist, glaube ich, das geht dann schon, dass der Vorhang, dass du jetzt eigentlich, glaube in einer Show bist. Also du bist dann so halt wirklich unter dir. Ja, könntest du für einen Moment vielleicht schon ein bisschen vergessen. Ja.
Ja, cool. Ja, am Radio, wenn man zu zweit ist, dann hat man ja noch viel Insider dazwischen. Mhm. So, gerade bevor wieder das Mic angeht. Mhm. Hast du gerade heute irgendwie etwas gesehen? Mhm. Wo du noch irgendetwas zugerufen hast und die Hälfte ist, glaube ich, noch über den Sender. Über den Sender. Ja, heute ist es knapp geworden. Wir haben ja coole Tickets verloren für die Passenger, Zermatt unplugged, mit der Nacht und allem drum und dran. Und dann haben wir den Gewinner getaped während einem Song und wir haben gewusst, es geht noch 7 Sekunden, bis wir weitermachen müssen. Und dann ist es wirklich schnell ein bisschen knapp geworden. Und dann, das war krass gewesen. Aber jetzt wegen dem Lachen haben wir eine Sprachnachricht gemacht und dann haben wir irgendwie, wenn man übermüdet ist nach der Show, haben wir in einem Hörer eine Sprachnachricht zurückgemacht. Wegen irgendetwas haben wir sicher Firma müssen anfangen, weil es dann einfach nicht mehr geht. Ganz doof. Irgendwie habe ich irgendwann mal gesagt, wir haben die Billette heute haben wir verlost über den Tramli-Fahrer aus dem Baselbiet. Und dann hat die Geschichte das Ding gewonnen, weil er hinten innen, nachdem er eigentlich fertig ist mit seiner Tour, hat noch einen Alphornbläser gehabt. Und dann hat er gefragt, als er so den Rundgang durchs Tramli gemacht hat, hey, dürfte ich echt einmal so die Akustik in dem Tram ausprobieren? Also okay, mach. Dann ist er mit dem bis ins Depot zurückgefahren und dann hat hinten in den Alphornbläser. Und dann habe ich dann den Spruch noch nicht gemacht und habe gesagt, ja, sorry, dass du das nicht gewonnen hast mit deiner tollen Geschichte, aber wir haben sie am Tramli-Fahrer gegeben, der einen Alphorn hinten innen gehabt hat. Und ich dachte, das tut jetzt ein bisschen komisch. Und dann haben wir etwa 6-7 Anläufe gebraucht. Ja, und dann ist natürlich dann passiert. Aber ich nerv mich amigs, also nerv mich, wenn ich so mein Lachen höre, du sagst mit Scoofy Lachen. Genau. Also weißt du, wenn du Aufnahmen machst, auch zum Backsellen oder Videos, die wir machen, zum irgendwie Social stellen, dann denke ich so, hey, nimm die amigs ein bisschen zurück mit dem Lachen. Yeah. Ist das nicht auch? Oh doch, ich habe ja. Oder so, wo du merkst, weniger war, glaube ich, effektiver oder irgendwie nicht so anstrengend. Ich habe ja dann vorwurfsvolle Briefe gekriegt, wo ich beim SRF geschafft habe. Ach jetzt. Ich würd zu viel lachen, ja. Ich habe gestern ein Mail bekommen. Ah, ja. Stimmt. Ins Studio. Sehr netter Hörer, Marco hat er auch geheißen. Sehr konstruktiv. Und mit konstruktiver Kritik habe ich eh nie ein Problem. Mhm. Und wenn jemand etwas sagt, wir dürfen das sagen, wir dürfen uns glücklich schätzen, es kommt eigentlich wirklich selten bis gar nie etwas, aber ich hätte gefunden, könntest du nicht das Lachen im Hintergrund einstellen? Und dann tue ich mich immer sofort selbst reflektieren. Also ich bin nicht jemand, der sagt, das ist ja nur jemand. Und dann gibt mir, glaube ich, schon recht, dass man, wenn man etwas Lustiges bringt am Radio, dann nicht noch Ich glaube, wir sollten, und das machen wir auch, wir überlassen es im Zuhörer, der Zuhörer, ob es lustig ist. Das entscheiden nicht mehr. Aber ich habe einmal geschrieben, wir sind halt real, wir sind so, wie wir sind. Wenn ich es lustig finde, dann lache ich halt einfach. Und das, ja, das ist das Schlimmste, wenn man ein Lachen unterdrückt. Kann ich nicht. Das liegt mir erfahren. Von dem lebt ja dann auch der Groove während der ganzen Sendung. Also ich finde, das machst du überall so schön. Das ist immer so, du bist immer so ein bisschen dreht, weißt du, Atmosphäre, ein bisschen weiter weg vom Mikrofon und so. Und dann du bekommst du die Stimmung, die du im Studio hast, bekommst du schon oft auch mit als Hörer. Und das ist das Coole. Ja. Das ist wirklich schön. Ja, aber es ist dann schon, oder wenn es dann zu viel ist, oder man sieht ja so zum Teil andere, die dann irgendetwas machen am Fernsehen, so, und wenn dann die Lache too much ist, dann ist es dann, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt. Ja, vor allem, wenn man weiss, dass bei euch so eigentlich überhaupt nicht lustig ist. Das ist so. Ja, genau. Nur, wenn das Mikrofon anmacht, dann so, ja. Schnell dient, als wäre es lustig. Das ist so. Ja. Ja, das ist schon, gell, das unterschätzen wir, dass man bei uns immer noch ins Studio kann reinschauen kann, während dem, was wir haben. Ich denke, wenn die Leute die Lippen lesen können. Das können wahrscheinlich ein paar. Ja, ein paar können es. Ja. Ich habe eine bei uns im Quartierladen, die hört nicht. Und wenn ich das letzte Mal einkaufe, dann grinst sie immer. Und dann weiss ich nicht, grinst sie so lieb, wenn sie weiss, was ich sonst so während dem schwätze. Oder hat sie einfach sonst eine Freude, oder sie weiss ich mit dem vom Radio. Aber hey. Ich habe mal den Baschi im Studio gehabt. Und dann ist ein Song gekommen, ich sage jetzt nicht von wem, ja, aber ein Schweizer Artist, der dann gekommen ist. Und dann macht er, oh nein! Auf dem Sender? Oder nein! Und ich habe das einfach gesehen. Aber meine Freundin hat mir danach geschrieben, im Live-Feed. Ja. Du siehst es. Aber wirklich sofort Reaktion. Gesehen, wie einfach einer, sobald das Lied anfängt. Hey, wie sieht sehr vieles, gerade heute passiert, Felix Blumer, SRF Wettermann.
Ja! Ja! Hey, lass mal! Marco! Du, das Pflegma dort hinten! Bin ich gewesen. Also, Gruß von der Frau! Das Pflegma hat eine super Stimme! Dann hat er gesagt, Kopf, den Pflegma. Danke vielmals, Felix. Und da haben wir immer ein bisschen zugeschaut. Wir haben ja mittlerweile auch Sichtverbindung. Wir sehen da auch ins Meteostudio. Ah, wirklich? Ja, ja. In den Studios, ja. Auch noch in den Studios und so ist noch lustig. Sagen, Felix, manchmal, also auch nicht immer, hast du gerade Rücken und hast Haltung. Manchmal sitzt du aus in einem Röpfelsack. Haben wir schön umgegeben. Ja. Das ist tatsächlich so, der jemand schreibt, sie sehen müde aus. Ja, es ist halt. Also. Oder wo wir die Weihnachtsbeleuchtung offen da haben, weißt du, auf den Bürostuhl. Das ist aber nicht sauber konform. Macht man auch nicht auf den Bürostuhl. Ja, ja, ja. Ja, man sieht aber, ja. Aber es ist wirklich mittlerweile schön. Früher habe ich, was noch mehr mit Mail war, habe ich recht böse Reaktionen bekommen. Mittlerweile ist das wie weg. Sind mit mir zusammen schaffst du? Ja, ich glaube, ja. Ist alles ein bisschen dämpft. Das schönste Feedback, das ich mir bekommen habe, war, eine aus Zürich hat mir gesagt, du redest zwar Baseldeutsch, aber ich höre gleich gerne zu. Weißt du, wie oft ich das höre? Acht jetzt? Ja. Also weißt du, bei Auftritten und so. Also einer hat sogar mal gesagt, das ist doch mega schön. Ich hasse Basel. Und ich hasse Baseldeutsch. Wirklich so. Doch, und er hat sie ihm erzählt, ja, weil sie mal irgendwie, sie hat mal einen gehabt aus Basel und das ist gut geändert und so. Ja, ist sie wegen dem irgendwie grundsätzlich traumatisiert gesehen und gesagt, aber bei ihnen habe ich vergessen, dass sie den Dialekt haben. Das ist ja super. Das ist genau so. Okay, so gut. Aber es ist schon lustig. Du liebst ja Baseldeutsch, wenn sie schneller reden. Ich mache es sehr gerne nachher. Also bei dir versuche ich es ein bisschen nachher zu machen. und ja, ich finde es allgemein. Es gibt so Dialekte, die ich mega spannend finde. Und dann haben wir zusammen zwei Wochen Ferien gehabt irgendwann. Und dann höre ich plötzlich den Philipp wieder, der Baseldeutsch redet. Und ich habe es richtig vermisst. Also dich sowieso. Aber der Dialekt, ich finde den grossartig. Ja, ja. Ich habe dort merke ich so bei so Reality-Format, bei dem Schweizer Reality-Format, immer wenn es jemand von Basel ist, dann ist es ein grusiges Baseldeutsch, weil es gibt ja dort noch ein paar Unterschiede, ja, oder? Ja, das ist so. Und, und dann denke ich immer gerade so, das gehört jetzt der Rest von der Schweiz. Ja, genau, dann sagen sie, das Bild. Genau, dann sagen sie, so tönt der Dialekt, ist das grusig. Aber ist nicht früher, im Schweizer Fernsehen ist doch noch oft so, der Basler ist dann so der Städter gewesen, der irgendwie so ein bisschen affektiert. Der feine Herr. Der feine Herr. Irgendwie fern von jeder Realität irgendwie. Einfach so ein bisschen, außer der Läppli. Das haben wir geliebt. Wir überzeichnen halt alles, das ist klar. Ja, das können ja alle nachher machen. Alle Onkel von mir können Läppli nachher machen. Und einwandfrei natürlich, das klingt wie ja, echt. Ja, genau. Nein, über die Festtage habe ich wieder einen gesehen, das ist grossartig. Das ist schon super, ja. Das ist schon genial. Ja, das ist schon gewaltig. Eine Klasse für sich. Ja, aber ich glaube schon, so im grossen Fernsehen hat weißt du, Manni Weber und so, früher hat Basel noch einen starken Stellenwert gehabt. Es hat doch so einen Gassenhauer gehabt, der hat irgendwie Spalenberg Nummer 77 oder so geheissen. Ja, 77a. 77a? Ja. Puppe, dass du das weißt. Ja. Auch Manni Weber und noch... Eine Frau weiss es nicht mehr. Vermutlich. Ist es nicht der Rudi Walter gewesen? Ja. Genau. Ist der Rudi Walter? Ja, nicht der Manni Weber, der Rudi Walter. Der ist ja viel jünger. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Da, schau mal, Spalenberg 77a. Ah, schau jetzt. Mit dem Spalen. Radio Basel. Wenn du es schaust. Ja. Also für die Rollenverteilung, gell, die Frau, die ist irgendwie in der Küche, bringt das ganze Ding und sagt, du kannst nicht schneller machen. Das kannst du nicht töten, ja, logisch. Und vor allem hier, dann einfach noch, weißt du, dann nimmst du noch Zeit, 6 Minuten für eine Aufnahme. Ja, das ist wirklich. Ich glaube, das ist auch. Ja, Aufnahmeleiter, du musst schon am Anfang kommen, das darfst du schon mal. Das ist schon das einmal. Ist jetzt auch nicht mehr. In Basel sind ja alle Strassennamen sind jetzt immer noch mit einer Information versehen. Ist das so? Mhm. Von wo die Strasse, also von wo die den Namen hat. Ja. Oh. Ach, das ist mir gar noch nie aufgefallen. Wirklich? Nein. Doch, musst du mal achten. Herrschaft, nun, Gusti? Ist doch wahr.
Ich habe schon manchmal gesagt, du sollst den Kaffee so auf den Tisch bringen, dass man ihn trinken kann, ohne sich das Halszäpfel zu verbrennen. Ja, und dann sagst du wieder, es sei eine Mischung zwischen einem lauwarmen Föhnsturm und Abwaschwasser. Da! Trink ein Kirschchen zum Abkühlen. Jetzt geht's gerade! Bitte! Rauchen in der Stube! Was lachst du wieder, wenn ein Meierkäfer, der das Gross losgewonnen hat? Freust du dich denn nicht, dass Margret heimkommt? Freuen? Idealer Verstand, die alle will freuen. Was ist denn dem hellgrünen Gof eigentlich eingefallen, so mir nicht dir nichts zu künden? Das macht man doch nicht! Das grosse Familienleben ist schon noch, schon noch anders gewesen. Aber das merkst du auch, wenn wir manchmal, also beim, ich habe noch den Nachtexpress moderiert auf SRF 1 und dann, wenn du zum Teil Musik wünscht, es gibt zum Teil Titel, die kannst du heute wirklich nicht mehr, also die sind wirklich schwierig zum Ablassen, weißt du, wo so ein bisschen heute in einem Diskurs sind, wo du dann kannst spielen, oder? Und andere dafür umso einfacher, wo dann irgendwie, früher hat es noch Clean Versions gegeben, wo irgendwie Fuck oder so, entweder ist es einfach still oder es ist ein anderes Wort. Ja, ja. Und jetzt... Son of a Bitch und alles, was läuft, gell? Ja, ja, klar. Ja. Da gibt es auch keine Briefe mehr. Nein, aber wenn du damals so Schweizer Radio hörst, dann denkst du, was dir alles läuft, das ist ja unglaublich. Ja, wie zum Beispiel in L.A. habe ich so einen Hip-Hop-Channel gefunden, da kannst du nicht hören. Da piepst du nur. Nein, also, es piepst nicht einmal, sonst sind einfach... Hast du geschluckt? Ja, so. Ja, und dann ist es wirklich so... Da. When you go to... So, hörst du eigentlich immer nur den Beat. Pause, das Wort. Ja, das ist schlimm. Zum Beispiel damals sind immer noch sehr, sehr strikt mit, mit den Wörtern. Extrem, so. Ja. Nein, aber wir sind schon sensibler geworden. Auch wir als Macher, wir haben extreme Schere im Kopf mittlerweile. Ja, das also ist was das so... Wenn du zum Beispiel ABC spiele, die du vielleicht vor 7 Jahren mal gemacht hast, wenn du so im Archiv gehst, schaust, was haben wir da unter dem Z? Hey, dann kannst du wirklich... Also, ein Drittel darfst du so... nicht mehr bringen, sonst gab es schon Diskussion. Wir haben ja gesehen, am Tag der offenen Tür haben wir ABC gespielt vor uns. Und wir haben einfach, sie haben uns einfach uralte Führer gegeben. Mhm. Also, und ich meine, sie fast so prima vista müssen lesen. Und zum guten Glück haben wir sie noch schnell angeschaut. Zum Teil Sachen, denke, aber du, was einfach heute, das geht nicht mehr, oder? Also irgendwie, was ist gestanden? Unter W. Salopps Wort für Frau. Salopps Wort für Frau mit W. Aber das ist ja so über einen Sender vor ein paar Jahren. Ja. Also, es ist halt schon 100'000 Ombudsmann. Ich habe schon nur irgendwie vor ein paar Wochen ist eine alte Joko und Klaas-Folge gekommen, vom 15. Weißt du, das sind ja die gleichen Leute, also die gleiche Moderatorin und sie zwei und so. Schon nur die Sprüche und Inhalte und so, hast du so gedacht, ah krass, das ist 7-8 Jahre her. Aber was man merkt, dass etwas länger her ist, ist die Länge, tut's mir. Auch. Es sind einfach alles ist länger gewesen. Man hat mehr Zeit gehabt. Ja, gut, ich habe ganz eine 7-Minute-Intro. Ich finde es eben auch. Weil es zieht die richtig rein. Ich finde es eben auch. Ich glaube, dort gewisse Sachen verlieren die auch durch Kürze, finde ich. Gewisse Sachen gewinnen auch, muss man auch fairerweise sagen. Ja, aber du wirst halt schon irgendwie auf das trimmt, gell? TikTok, 30 Sekunden maximal. Ja, aber die gehen jetzt auch wieder auf länger. Also es ist aber schon spannend, oder? Und das Gleiche ist ja gesehen, wir haben jetzt einen Podcast, wo wir einfach so lange schwätzen, wie wir wollen. Ja, genau, ja. Und am Radio hat es immer kürzer. Logisch. Da. Und dann gibt es wieder ein Breakout, dass das noch jemand anders angeht. Und auf TikTok kannst du jetzt bis 15 Minuten oder so. Ich finde aber, die Länge ist relativ, oder? Also auch beim Radio haben wir immer gesagt, oder sagen wir heute noch. Gefühlt die Hördur. Wir haben eine gewisse Länge, muss ich daran halten. Ich verstand das ja, dass man das vorgibt. Aber wenn jetzt etwas dreht, dann ist mir Zeit oder ist uns Zeit wirklich gleich. Also ein Hörer eine fantastische Geschichte erzählt, die einem richtig packt, dann schauen wir nicht auf die Uhr. Also, sagst du, das ist furchtbar. Wir wirklich, also die Freiheiten genießen wir schon, gell? Dass wir das Vertrauen haben. Dass nicht jemand draussen steht, so mit irgendwie 2,5 Minuten. Und wenn du drüber bist, dann kriegst du eine Verwarnung. Das gibt ja, ich weiß nicht, private Stationen. Ja. Eben. Das ist eigentlich völlig egal gewesen, was der Inhalt ist. Dass du nach 1,5 Minuten fertig bist. Ja. Und das finde ich schon krass. Und das hat mich aber auch immer so gestresst. Ich meine, darum habe ich jetzt so gerne einen Podcast, wo ich einfach mit Leuten schwätze. Ja. Ich hatte dann auch ein schlechtes Gewissen gegenüber Leuten, die du eingeladen hast. Ja. Und dann sind sie gekommen. Und meistens habe ich mit ihnen dann
viel länger aufgenommen und hast dann halt auch für den Sender abgeschnitten auf die eineinhalb Minuten oder was weiß ich, mit zwei, drei kurzen Sätzchen. Ja. Aber geschwätzt habe ich mit denen, zum Teil aus Interesse, habe ich mit denen irgendwie eine halbe Stunde oder so. Ja, genau. Und gleich ein schlechtes Gewissen, weil du nicht mehr über den Sender kannst springen. Ja, das ist schon so. Das ist schade. Oliver Polzer, Armin Assinger, Kommentatoren, Ski-Kommentatoren von RF, haben wir ja in so einem Teams-Call gehabt. Wir haben ihn ja super für Abschied von Beat Feuz sagen, was sie müssen sagen, wenn der Beat durchfährt. Das ist dann nicht gelungen, aber es ist, sie haben grossartig mitgemacht. Wir haben eben wollen, dass sie den Satz sagen. Und Beat Feuz nach seinem Rücktritt fährt hoffentlich noch ein Jahr für Österreich. Da hat sie gesagt, die wollt allen Ernstes, irgendwie, dass sie das in dieser Kabine sagen, der Satz. Von 9 Millionen Zuschauern. Sie können niemals aus dieser Kommentatorenbox raus. Nachher. Aber sie haben grossartig mitgemacht. Und dort war es auch zu kurz gewesen. Das sind so spannende Leute. Ja. Also Armin Assinger als ehemaliger Ski-Rennprofi natürlich. Und Wer wird Millionär? Moderator von der Ausgabe Österreich. Und dann ist es wirklich schade, wenn man noch kurz so schnell etwas aufnimmt. Das ist wirklich wahr. Ja, ja. Ich liebe ORF für alles, wo sie englische Wörter mir sagen. Also zum Beispiel Halfpipe, Snowboard. Das ist grossartig. Das musst du immer vor RF schauen. Ja. Ah, wirklich? Ja. Tenneti Corkscrew. Das ist so geil. Ah, ja, stimmt. Das hätte ich auch noch so. Da ist der Indie-Gräb. Ah, ja, stimmt. Also mit Franzosen, die auch alles so in ihre Sprache bringen. Aber logisch. Auf dem Österreicher. Das ist lustig. Das musst du. Ja, aber ich liebe eh. Also ich finde, das österreichische Fernsehen ist schon noch recht professionell, gell? Ja, sie sind sehr professionell. Noch so gescheit, hast du letztens gesagt, irgendwie. Ja, es sind einfach alles gescheite Leute. Und da können wir jetzt irgendwie, oder? Irgendwie Hard-Imposter-Syndrom. Ja. Ja. Nein, das ist... Ich habe bei Radio Liechtenstein mal gearbeitet, Karrierebeginn. Und dort war auch ein österreichischer Redakteur gewesen, aus Dornbirn. Dort habe ich mal gespielt sogar. In Dornbirn? Das ist eine coole Ecke dort, finde ich. Also ist so wirklich Übergang in die Schweiz. Und er hat dann, also wenn jemand Magister ist, das ist glaube ich Stufe Matura, echt plus minus, ich weiss jetzt gar nicht mehr so genau. Das ist dann ganz wichtig auch, dass man das sagt. Und sie sind wirklich studiert und er hat das extrem gut gemacht, ernst gemacht, gefunden, was machst du bei Radio Liechtenstein? Also nichts gegen Radio Liechtenstein, wir haben es wollen. Er hat mega Spass gehabt dort. Aber der war irgendwie so wie für einen News-Sender gemacht gewesen, der gute Mann. Da hast du einfach gemerkt, die sind schon gut ausbilden, die Österreicher. Ja. Und du hast dich auch gefragt, was machst du bei Radio Liechtenstein? Ja, also eigentlich, es ist schon komisch, wenn wir es mit der Hand mit dem Dialekt oder Radioell täglich top informiert, vom Bodensee bis zum Wallensee mit Fokus Liechtenstein. Es ist 8. Und ich bin dort irgendwie als Luzerner schon ein bisschen fehl am Platz gewesen, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein will. Aber der Intendant, das war ein Luzerner gewesen, und er ist zum gleichen gewaffnet zu Luzern wie ich. Und so ist das entstanden. Ich durfte dort das sogenannte Radio-Volontariat machen. Aha. Super. Hat aber irgendwie auch noch gut getan, dass man von außen kommt irgendwie, und so ein bisschen wie der Hofnarr darf sein und nicht alles. Also, oder auch mal ein bisschen auf eine andere Waage leiden, oder was die Liechtenstein geht. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht gewesen. Ich war aber nur 8 Monate gewesen, nachher zu Radio Pilatus wieder in die Heimat auf Luzern. Das klassische Vitamin B über den Coiffeur. Ja, ja, ja. Coiffeur, das ist Coiffeur, seine Coiffeur sind grossartig. Das ist, ja, er hat dann das hat so angefangen. Was willst du? Und so, ja, ich hätte schon gerne zum Radio. Spitalradio, Ausstellungsradio, Schulradio, Piratenradio, Weltklasse. Radio ganz auf 98,5 MHz. Jetzt ist es verjährt, jetzt darf man es sagen. Hoffentlich. und er hat gesagt, ja, ich habe da die Intendant von Radio Liechtenstein, sagen wir es mal. Und dann hat er im Tor geschnitten. Ich weiss, er hat nicht so viel Horgar, er wird relativ schnell fertig sein. Also hat er schnell platziert, durch jemanden, der Interesse hat, und hin und her. Und irgendwann habe ich so ein Schaumdösli, Horschaumdösli mit dem Karten von dem Intendant dann bekommen und haben ihn dürfen anrufen, und dann hat es geklappt. Endlich der gross ersehnte Radiotraum in Erfüllung gegangen. Ist das der Start gewesen? Ja. Eben vorher wirklich einfach alles gemacht, was auf freiwilliger Basis mit Radio zu tun hat, weil mich das Medium so fasziniert hat. Und das ist ja schon schön. Und eben Spitalradio, unglaublich schöne Erfahrungen gemacht. Wenn es ein Projekt gibt, habe ich geschaut, dass man Schulradio machen kann. Und dort ist es losgegangen. Man, die 50 Jahre jetzt schon. Das ist 50 Jahre jetzt, ja. Nein, 23, gleich schon, weißt du? Ja, Wahnsinn. Ja, ist verrückt. Ich weiss, ob ich das erst mal gesehen habe, als... Praktikant, ja. Genau. Quasi als Praktikant. Dann wurde immer geschickt, wir gehen Strasser und Fragen machen. Oh ja, gut, also gang ich wieder. Ja. Aber du bist auch so... Ich bin da gesehen, 18. Ich glaube, ja, um das herum.
18 mega bisschen. Motiviert und das war jedes Mal lässig, wenn du im Studio warst. Also, ja, das ist so wirklich, von eurer Seite jetzt geheißen motiviert, von anderen Seiten nicht so. Bist du jemand, wo, wenn dich etwas richtig interessiert, bist hochmotiviert und Sachen, die jetzt nicht so cool sind, bist du überhaupt nicht motiviert? Ja, also schlussendlich jetzt im Comedy-Bereich höre ich, dass ich Streber bin. Okay. Und das ist etwas, was ich mir in meinem Leben nie hätte vorstellen können. Dass mal überhaupt jemand das von mir sagt. So, ja. Aber natürlich, das ist meine Passion und das ist das, was ich schon immer wollte machen. Und bei anderen Sachen ist dann, ja, ist dann ja. Schwieriger. Nein, aber ich habe damals bei diesem Radio bin ich mal von einer Umfrage zurückgekommen und habe einen Spruch gemacht. Haben sie gesagt, es ist gut gewesen. Ich so, ja, super, ich bin noch einen Kaffee trinken. Oh. Das war nicht gut gewesen. Es war ein Witz gewesen. Ja, klar. Aber das ist dann. Das ist dann geblieben. Er wartet jetzt. Ja. Dran, du. Nee. Geht noch Kaffee und solche Sachen und so. Und dann hat es geheißen, ich sei der schlechteste Praktikant, wo der Sender je gesehen hat. Sicher. In einem unprotokollierten Gespräch. Oh, hat man extra nicht protokolliert. Aber ich bin dann abgelöst worden. Ich weiß nicht, ob du noch rumgesehen bist von einem, der effektiv gesichtet worden ist, wenn er auf der Parkbank am Schlafen ist. Nein, sicher nicht. Wo er hat müssen Umfragen machen. Und dort bist du noch raus mit richtig, jetzt hast du ja die Flash-Mixer, ja, ne? Genau, ein Mikrofon, wo eigentlich alles schon drinnen hat. Ja. Aber dort hast du noch das Gerätchen gehabt. Das Minidisc. Genau. Und das Kabel, das Mikrofon mit dem Kabel. Und ja. Der gleiche, der auf der Parkbank geschlafen hat, ist auch mal gesichtet worden, wenn er irgendwie auf dem Marktplatz einfach so das Mikrofon mit dem Kabel, so, weißt du, so ein bisschen umschwingt. Ich habe es ein bisschen rumgelaufen. Ja, mit Technik, Radiotechnik spielt man nicht. Magst du erinnern, bei unserem Caravansinn vor 2 Jahren? Ah, oh, ja, genau. Den Sender von Glanz und Gloria dazumal noch. Da sind wir so mit einer Wohnwagen unterwegs durch die Schweiz, ah, ja, wo uns die Hörer auf die Leute gezogen haben, ein Stück weit, und dann im Neuenburgersee, genau. Dazumal noch Glanz und Gloria, das Gesicht und Geschichten, haben einen Beitrag gemacht über den Start von dem Caravansinn. Und der Neuenburgersee war so schön flach gewesen. Wir haben gesagt, ja komm, da laufen wir raus. Das Mikrofon schon angehängt, Sender in die Hose. Was ist passiert, logischerweise? Flumm, Sender von SRF, Glanz und Gloria. Wie eine Teebeutel leer. Ja, ich kann es aussagen. Das ist gar nicht gut angekommen. Wir haben ja kein Seich gemacht oder wir haben es nicht extra gemacht. Das ist nicht gut gewesen. Ja, aber die Pannen, das ist schon böse. Ich habe einmal mit einem, der mittlerweile ein mega erfolgreiches Startup-Unternehmen gewesen, jetzt super erfolgreich in Berlin. Der war an der ETH in Zürich, darum haben wir die Geschichte gemacht mit dem, einen ganzen Tag lang. Mit dem, gell, mit Kamera, mit Mikrofon, alles Aufnahmen. Am Anfang die ersten 2 Aufnahmen habe ich noch gehört, ah, gut, ist alles drauf. Zu oben heiko, die Redaktion, alles weg. Also nichts drauf, nur ein Rauschen. Ja, also wirklich das Mikrofon, das kaputt war. Yeah. Dann habe ich müssen auf Berlin fliegen und mit dem all diese Sequenzen aufnehmen nochmal und so machen, als wäre ich in Zürich. Das war hart. Und auf den Flug auf Berlin vergesse ich nicht mehr, irgendwie vor mir 2 schreiende Kinder und hinten dran eins. Ich sage, nein, so ich. Und dann wirklich nur gerade eine Stunde oder 2 in Berlin und dann wieder heimgeflogen. Ich habe, als ich beim Jugendfernsehen noch gesehen bin, also sogar noch vor dem Praktikum für Telebasel, Mesh TV, hat damals, wie hat der Film geheißen, Snow White, sagt euch dann etwas vom Sami. Ja, ich wollte sagen. Ja. Das ist die grosse Breakout-Rolle von Carlos Leal. Genau. Ja, jetzt was sagst du. Er also er spielt einen Rapper und irgendwie, ich glaube, noch Melanie Winning ist dabei. Ja. Also auf jeden Fall, nein, die ist dort aber nicht dabei gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das Carlos Leal, große Hauptrolle. Und danach hat es Filmpremiere an verschiedenen Orten. Und dann ist die Basel-Premiere gesehen. Und dann hat es geheißen, ich kann ein Interview machen mit dem Carlos Leal. Und ich so, ja, voll geil und so. Und irgendwie halt eben alles self-made. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe selber eine Kamera, weil ich keine Kameramann hatte. Richtige, oder? Jetzt irgendwie niemand gehabt. Und ich so, ja, irgendein Kollege. Komm du, und ich habe selber eine Kamera, so, irgendwie so eine Video 8, weißt du, komm mit. Und dann hocken wir in dem Kino,
wo die Premiere gesehen ist. Und ich habe nachher sicher 20 Minuten mit ihm gehabt. Und ich habe ein bisschen Französisch, bilang aufgewachsen. Ich so, hey, dann rede ich noch mit dem Französisch. Ja, super Sample. Ah, voll geil, oder? Und wir sitzen so dort. Und mein Kollege ist mit der Kamera, ohne Mic, gell? Einfach nur so Kamera-Mic. Oh. Ist so etwa 5 Meter entfernt, weißt du, noch ein bisschen mit Zoom. Oh, hat er uns gefilmt. Und ganz, gerade bevor wir anfangen, sagt der Carlos noch so, geht das mit dem Ton? Und ich so, ja, kein Problem. Oh. So, dann ja, machen wir 20 Minuten Interview. Oh nein. Und dann schaue ich das und du hörst einfach nichts. Nein. Du siehst einfach 2 Dudes auf Kinostil. Oh nein. Nein. Hey, und dann hat... Aber für nichts. Ja. Und dann habe ich mich natürlich nicht getraut, das zu sagen. Ja, schon logisch, oder? Und haben damaligen Produzent habe ich gesagt, hey, das Tape ist kaputt gegangen. Ja, klar. Und ja. Also, ah, okay, jo, bring's mal ins Studio, vielleicht können wir es irgendwie noch retten. Oh ja, schön. Du sagst, ich demoliere ein Tape. Das Tape zerrissen. Nein! Sicher. Und dann hat er so an, weißt du, so mit allen Bändern, irgendwie in allen richtigen. Oh. Nein, und dann schaut es an und sagt, ja, okay, da können wir nichts mehr machen. Oh nein. Und, los, ich habe es geflickt, hast du gehört? Und der Kreis hat sich dann geschlossen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre später mit dem Carlos einen Film gedreht habe. Mhm. Und irgendwann so, ich dachte, irgendwann muss ich es ansprechen. Hast du gesagt? Ach, okay. So ein paar Wochen im Drei sage ich so, hey, ich weiß nicht, ob du dich kannst erinnern. So. Nein, wie gut. Und wie hat er reagiert? Und er hat sich dann erinnert und hat es super lustig gefunden. Ah, ja, so. Jo, also weißt du, klar, Lokalfernsehen und so, war sicher nice gewesen, wenn der Bericht gekommen war. Mir hat es voll angeschissen, dass ich mir das Tape verreissen, weil ich dachte, shit, jetzt habe ich keine Aufnahmen. Stimmt, aber ja, genau. Gut, hättest du irgendein Band nehmen können. So weit habe ich nicht gedacht. Ja, ich dachte, wenn sie es dann einspielen. Ja, ja, genau. Oh, der Ton ist komischerweise drum. Nein, aber sind all die technischen, die geil, all die technischen Mishaps, die können passieren. Ah, furchtbar. Ja, furchtbar. Ich glaube, wenn es mal, wenn es eins passiert ist, passiert es oder soll es dann nicht passieren. Nachher, du musst, ja, es ist manchmal doof, das Mikrofon ist halt einfach, du musst noch den Kopfhörer einstecken und schauen, aber es hilft schon. Aber wenn du merkst, es geht nicht, dann kannst du nochmal neu starten. Das hat, glaube ich, jeder für uns mal ein mega wichtiges Interview. Vorhin bist du halb gestorben, wenn das während einer Live-Sendung passiert ist, so eine Panne. Heute? Ist eigentlich bereichernd, gell? Also wenn es nicht allbord vorkommt. Ja. Yeah. Aber Weltklasse-Panda passiert am letzten Donnerstag. Philipp Gerber. Mann, was für eine Panne. Was für eine Panne? Der Lionel Mattmüller, auch ein lieber Arbeitskollege für uns, kommt mit einem Sportbeitrag über Narratives trainieren. Wie heisst es? Etwas mit... Nicht Narrativ. Nein, etwas... Ah, was war das? Etwas mit Neuro... Neuro irgendwas trainieren, weißt, aber du mit einem, also Sportler, wo, wenn sie etwas am Machen sind, werden noch Fragen gestellt, plus irgendwie musst du noch Farben erkennen, also für linke und rechte Hirnhälfte, genau. Blablabla und so. Also so Multitasking, irgendwie Übungen machst mit dem Körper. Und sie haben den Talk miteinander, ich bin eben zu und nachher ja, ist so um, glaube Luca Erni gegangen, Slalomfahrer, und der macht das, trainiert so und der fragt Philipp, ja, machen das auch andere Sportlerinnen, Sportler? Also das trainiert er. Also zum Beispiel Skifahren, gell? Ja. Und dann kommt die Antwort. Gut. Dann wäre es, glaube ich, fertig gewesen, das Interview. Der Philipp Neusch. Und ja, eben, machen das dann auch andere Sportlerinnen und Sportler? Genau die gleiche Frage. Das habe ich noch nie gestellt. Ich bin aber inzwischen, muss halt sagen, ich habe gesehen, oh, die Musik ist irgendwie knapp, ich muss irgendwie einen kürzeren Musiktitel drunter nehmen. Und frage einfach noch, und Lionel. Den Blick vergessen wir nie mehr. Schau mich an, so, Ja, das ist also, wie ich es gerade gesagt habe. Hey, völlig lost. Und das Traurige, also das Lustige dann schlussendlich ist, dass genau das Highlight war von der Sendung. Das ist zwar auch eigentlich tragisch. Eigentlich schon. Aber sehr viele Reaktionen. Ja, und, ja. Und natürlich, du Philipp, würde mich interessieren, das Trainieren. Möchte das auch 100 Mal. Ja, das vielleicht wird das jetzt das neue Ding. Das darf die letzte aber Frage immer zweimal stellen. Genau. Noch ein Doppel. Ja. Ja. Oh, ja. Yeah. Nein, das ist cool. Also, ich meine, eben auch die Möglichkeit, das hat es vorher bei unserem Sender noch nie gegeben, dass du ein fixes Team bist am Morgen. Und dann wirklich einfach kämpft, weil ich irgendwie
Also wenn du auf den Morgen einschaltest, hast du immer die gleiche Person da, ob es das wir sind oder jemand anders. Aber das ist einfach schön, oder? Da kannst, können Sachen passieren und wir kennen einander und irgendwie kannst Gags weiterziehen. Mhm. Das ist schon mega toll. Ja, es ist auch halt so ein bisschen wie eine Familie. Oder? Der Walti-Hörer, Walti meldet sich in den Morgen, sind bei anderen Stationen sicher auch. Bei uns, ja, Sali Walti, wie geht's? Da kannst du mit Zug nehmen wieder und sagst, du, wie ist es gelaufen dort? Und so. Oder der ja. Kranführer, der Fabio. Und dann hast du es wirklich wie eine Familie. Ich finde das eigentlich noch schön. Mhm. Das ist wirklich noch cool. Ja, wenn du halt mehr am Sender bist, dann baust du das ja auch auf. Das ist cool. Ja, ja. Und dann musst du aber auch ein bisschen an die anderen denken, die vielleicht immer wieder zum ersten Mal einschalten, dass du nicht zu fest einen auf Stammhörersumpf machst. Ja. Oh, ja, aber ich denke dort immer, schlussendlich ist es wie bei einer Soap oder so. Also weißt du, kannst ja irgendwann einsteigen und wirst sehr schnell... Ich finde das super, was du sagst. Genau das. Man kann irgendwo einsteigen. Ja. Ich glaube, wenn du merkst, hey, das sind ein paar, die irgendwie auf Augenhöhe zu dir reden, die irgendwie normal sind und eine gute Stimmung haben, mhm. dann passiert das. Ja, wie bei einer Soap, das ist ein gutes Bild. Ja, und ich glaube, also, ist meine Ansicht, man darf mal etwas verpassen. Also irgendwie, dass man merkt, oh, schade, hätte ich vielleicht noch gerne. Vieles kannst du ja nachlassen. Also auf unserer App kannst du auch 6-7 Stunden zurück und so. Aber wenn du, das ist ja die Schwierigkeit, glaube ich, im Radio, dass wir die Leute, die uns treu sind und jeden Morgen einschalten und vor allem über Stunden hören, mhm. und die dazukommen, also es ist wie an einer Party, wo du mhm. auf die 7 einlatscht am Abend. Und dann sagst du, hallo miteinander, schnell, hey, schön sind ihr da. Das WC ist da hinten, das ist das Buffet, so läuft es mit den Getränken. Viel Spass. Musik an. Tönt nach einer geilen Party. Mit dem WC anfängst du als Highlight. So, nach 10 Minuten kommen die Nächsten, machst wieder die Musik ab, hoi miteinander, ganz nur schnell kurz, da hinten ist das WC, da ist, dann machst du die schon dort sind, ja irgendwann verrückt. Also, das ist ja Kunst, oder, dass die Leute, die eigentlich lang hören und die dazukommen, eigentlich beide irgendwie kannst glücklich machen. Oder? Das ist nicht immer ganz so einfach, dass du gleich eine gewisse, wie soll ich sagen, ein Grundrauschen hast mit Informationen und gleich aber auch immer wieder kannst neue Impulse geben für Leute, die neu sind. Oder? Und das ist unser Stammhörersumpf. Heisst das so? Ja, ich finde den Ausdruck eigentlich schrecklich, weil wir sind unglaublich froh, haben wir Stammhörerinnen und Hörer, das ist unfassbar schön. Aber ich weiss schon, was natürlich gewisse Dinge meinen damit, dass wir auch Neue, die dazukommen, ihnen auch eine Chance geben, sie herzlich willkommen zu heissen und ihnen auch einmal erklärt, wie so ein ABC-SRF3 funktioniert. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass das alle können. Das ist schon anständig, das verstand ich schon. Naja. Wobei, was ich immer gemerkt habe, als Konsument, auch bei Fernsehsendungen und bei Radio, wenn du etwas schon kennst, ich habe trotzdem immer Freude ab der kurzen Erklärung, wenn die, wenn die irgendwie noch lustig ist oder so. Das gehört dann wie zum Ritual dazu. Weißt? Ja, also genau. Wenn ich in der Late-Night-Show geschaut habe und dann machen sie die Rubrik wieder, dann ist auf der Einleitungssatz noch mit einem kleinen Joke und es ist eigentlich immer der gleiche. Genau. Aber du hörst dann, heute hat er besser funktioniert, heute ist er nicht so angekommen im Studio bei den Leuten. Weißt? Es ist irgendwie, Ich finde die Repetition finde ich eben auch noch etwas Schönes. Ja, sehr. Dort, wo ich geschafft habe, im Privatradio, ist ja komplett die auf den anderen Weg gegangen. Ja. Es hat geheißen, die Leute hören im Schnitt irgendwie 15 Minuten und auf das ist gepusht. Also ja, dort hast du dann effektiv sehr klar müssen sagen, das WC ist dort, das ist dort und das Lied ist jetzt auch das, was in einer Stunde wieder kommt. Also, genau. Weil das heisst, so. In dieser Zeit wenn sie ihre jetzt gerade 5 Hits hören. Genau. Also wenn ich Privatradio höre, also nicht Privatradio, also wenn ich daheim Radio höre, ich höre sehr wohl Privatradio. Privat? Wenn ich Privatradio höre, zum Beispiel. Nein, das hat ja nicht mit Privatradio oder unserem Sender zu tun, sondern mehr, wenn ich Radio höre. So, jetzt haben wir es. Danach habe ich nicht immer den Anspruch, dass mir immer alle alles erklären. Mhm. Also das muss ich auch sagen. Also da bin ich so, ich nehme gerne etwas mit, das muss gar nicht immer vollständig sein. Man hat zum Teil manchmal immer das Gefühl, man muss immer das ganze Leben erklären, so einen Insert, das ist ja gar nicht nötig. Das ist manchmal das Problem, warum das denn die Beiträge, Radiobeiträge, Inserts, lang werden. Weil man immer das Gefühl, man muss bei Adam und Eva anfangen, das ganze Leben erklären. Ein Ausschnitt längt. Oder? Und das, darum finde ich, wenn ich irgendwo einschalte und nicht gerade ganz draus komme, bleibe ich genau gleich getroffen und weiß einmal, was da passiert. Ja, wie merkst du, ich bin schon auch ungeduldig. Also wenn mir jemand etwas erklärt und ich weiß es schon lange, dann denkst du, oh nein, ich weiß es. Mach vorwärts. Mhm. Ist das nicht auch? Nein. Echt jetzt nicht?
Nein, da bin ich. Da habe ich keine Zeit. Nein, da bin ich. Der geduldigste bin ich wirklich nicht gerade. Nein, aber das, also das finde ich jetzt eigentlich nicht negativ bei dir. Also, ja. Du hast keine Geduld, bist ein super Chaot. Und ich habe dir auch heute gesagt, du bist ein Chaot, aber irgendwie im positiven Sinn. So ein positives Chaos löst der aus. Kreatives Chaos. Genau. Ja, aber danke. Es geht vielleicht ein bisschen das Gleiche mit deinem Programm. Also, weißt du, auf der Bühne, irgendwie ist es so wirklich, du musst dir recht Mühe geben für die Hörer, aber nicht so, dass sie es merken. Mhm. Und ich kann zum Teil Stunden, gell, irgendwie an irgendetwas rumbasteln, wo ich finde, ah nein, jetzt müsste das noch ein bisschen so, yeah, und irgendwie, yeah. Oder auch, ja, wenn ich mal eine Modi schreibe, so, dass es nicht gerade in den Hieroglyphen kommt. Also mit einem Modi-Text schreibe, sieht es aus wie ein Optiker-Sehtest. Das sind alles so Buchstaben, die irgendwie schön aussehen, aber nicht zusammenpassen. Und ich müsste es dann lesen. Das ist speziell. Es gibt so wie beides. Eben, entweder bist du einfach mega spontan und machst dann einfach gerade ohne nichts. Aber wenn ich etwas am Vorbereiten bin, dann verliere ich mich. Ja. Ja, das ist so. Aber eben, wir haben uns mega gern. Wir wissen, wo die Stärken sind vom anderen. Wir nehmen da die Schwächen mit. Und das finde ich jetzt überhaupt nicht eine Schwäche, wenn du dich mal verlierst in etwas drin. Dann weiss ich, der Philipp ist jetzt dran, aber was er macht. Es ist 3 ab, gell? Die News sind jetzt dann fertig um 5 Uhr morgens. Ja, der ist seit 3 Uhr dran am Morgen. Aber das, ja, genau. was er dann macht, ist grossartig. Und dann musst du der kreative Chaot musst du unbedingt machen. Oder? Das ist wirklich unfassbar kreativ. Ja. Das Gefühl hast, wir müssen jetzt da sagen, nein, das machen wir jetzt nicht. Oder hast nur noch Minuten. Also Regeln habe ich genug gehabt früher, wo ich müssen sagen, das bringt in dem Sinn wie nichts. Oder? Also das da kannst du einfach nicht entfalten. Ja. Da kommt halt etwas anderes kurz. Was stört es? Ja, ja. Nimm ich's. Mach ich es dann? Das mache ich auch noch. Nein, das Coole am Radio, das ist, was uns auch immer noch dort hat, ist halt, Du hast wie nie die wirklich perfekte Sendung. Also weißt, du, es ist immer noch irgendwie, hast du noch können dort noch ein bisschen besser machen oder noch ein bisschen schneller auf den Punkt kommen. Mhm. Aber wir leben sehr gut damit. Wir sind mit allem happy. Aber es ist so wie nie, es geht immer weiter. Das ist so toll. Der Moment ist auch lustig. Oder? Wir machen jeden Morgen, also ich weiss, was es heisst, eine Comedy-Show zu machen, oder ich kann nachfühlen, oder? Es braucht enorm Arbeit und mir ist wirklich, glaube ich, auch Nudeln fertig, wenn man ist eine Bühnenpräsenz und das kann ich mir vorstellen, dass du da schön ausgepumpt bist nachher, weil du ja extrem viel Mühe gibst auf der Bühne und die Leute zum Lachen bringst. Und die Show bei uns, der Radiosendung, Show, das ist wirklich immer eine Show. Also das ist jeden Morgen auch, überlegen wir uns ja kreative Drehs, wie machen wir es, und wir sind ausgepumpt und dann nachher denkst du, jetzt hast du die beste Show gemacht und kommst so zum Studio aus, hey, geil, hey, klatsch, und draussen so zirr. Aber das ist bekannt, ich glaube, auch bei anderen Radiostationen, weil wir sind in einem anderen Mood, wir sind viel früher aufgestanden, wir haben quasi wie, in Anführungszeichen, für oben, also vor allem mit dem Sender, und dann kommen die Leute frisch rein und sagen, was ist mit denen los? Ja. Also sind wir der Administration, haben wir noch den Gewinner vom ABC von heute Morgen? Ja, so, hey, ja, es ist jetzt gerade so, Ja, klar. Es ist natürlich ein wahnsinniger Mikrokosmos in diesem Moment. Also. Und dort muss man auch aufpassen, dass man sich nicht drin verliert. Oder? Dass man auch immer wieder, also das Team, das ist überall so, das ist beim Radio so, ist enorm wichtig. Ohne das geht es nicht. Und darum, wenn dich hier abkapselst und in diesem Mikrokosmos verlierst und findest, jetzt bist du am Morgen und jetzt gehst du gleich heim, die können selber schauen, wie sie wollen. Das wäre tragisch. Also erstes Mal gäbe es keine gute Sendung. Gut, was ich tragisch gefunden habe, ist beim einen Radio, wo ich geschafft habe, ist auf der Redaktion, also in den Büroräumlichkeiten, ist nicht einmal das Radio gelaufen. Ja. Und dann bist du wirklich so, dann hockst du allein in dem Kabäuschen und denkst... Und passiert etwas und draussen keine Aktion. Und du denkst, also nicht einmal... Nein, es ist schon... Nicht einmal die hier arbeiten, hören das. Ja, das ist also, ich denke, es ist so schön, wenn du dann gerade irgendwie per WhatsApp oder so eine Spruchnachricht bekommst, von einem so, ahaha, er geht lachen und hey, wie cool, danke für die Geschichte. Aber so die unmittelbare Reaktion, dass man es eben schon cool ist auf der Bühne. Darum, ich hätte schon mal irgend so etwas müssen wir auch mal machen. Nur wir sehen uns nicht als Comedian. Nein. Es ist immer so ein bisschen so, was machst du? Also weißt du, was machst du denn? Lang mit dem Giesler über das diskutiert.
Ja. Weil er auch immer gesagt hat, ja, vielleicht irgendwann. Ja, und jetzt machen sie es. So, aber ich kann nicht wirklich ein Comedy-Programm machen. Das muss ja nicht. Also, weißt, Bühne, das muss ja nicht Comedy sein. Die Bühne ist ja frei für vieles. Ja. Ja, und ich glaube auch, es ist doch einfach für Leute, die sich unterhalten wollen. Also, du musst einfach, also die Leute gehen ja in ein Theater oder in einen Saal, wo irgendjemand etwas aufführt, wo unterhalten werden. Es muss ja nicht zwingend Comedy sein, es kann was auch immer sein. Also das verstand ich schon auch, den Aspekt. Mm-hmm. Dass man da nicht, und Comedian ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber da könntest du zum Beispiel Lesungen machen von... Spannend, genau. Oder endlich mal meine Pantomime auftritt, wenn ich so... Das ist sein grosser Traum, dass man seine Pantomime vorführen kann. Ich habe ja mal ein Kleintheater gemacht, aber es war wirklich sehr klein gewesen. Ja, darum heisst es ja auch Kleintheater. Genau, ja. Nein, aber so, also die Bühne wäre schon cool. Ja, aber also, das Radio heutzutage ist ja deutlich mehr und näher bei Publikum. Oder zum Teil eben auch mit Publikum. Also ich weiss nicht, irgendwie Comedy zu Morgen, wo ich mal auftreten bin. Also, ja, du hast ja auch Leute. Ja, das merkt im Raum und spürst dann mal direkte Reaktionen. Und das ist so toll. Das ist etwas mega Schönes, das Comedy zu Morgen, dass man auch, oder auch am Tag der offenen Tür, wir senden ja quasi immer ohne, logischerweise haben wir gerade Kaderfolk ohne Publikum und plötzlich hast du sie halt auch da und das dunkle Hang schon noch schön. Was oft schräg ist, Comedy zu Morgen, du startest deine Sendung um 5 Uhr und dann kommen um 6 Uhr kommen mal die Hörer, also die Gäste kommen dann mal so. Mhm. Also man muss dazu sagen, es ist effektiv irgendwie was 20 oder 30 Leute, ja, die dann ins Publikum sitzen und dann gibt es Comedy-Auftritte am Radio, aber eben auch für die Leute. Um 6:30 Uhr morgen geht das los und denkst du, hey, nein, irgendwie... Also weißt du, die Vorstellung, dass wir nochmal oben machen, wäre eigentlich auch noch sehr schön. Das wäre dann noch aber ein bisschen mehr. Weißt du? Definitiv. So. Kommen die zur Nacht dann quasi. Ja, genau. Aber dann ist es so dann, wenn das die anderen Vorstellungen sind. Und das ist glaube ich auch die Idee gewesen, dass es auch mal am Morgen ist. Und es ist immer lustig mit Comedians am Morgen dann Comedy zu machen. Einige, oder? Fabian Unterecker, logischerweise, der ist sich das auch gewöhnt mit uns. Mhm. Und das Barsentam ist schon so ein bisschen leicht verpeilt am Morgen, bis sie dann in die Gänge kommen. Was ich verstehe. Also der Auftritt war okay. Gewesen, aber, super gewesen. Aber einschlafen am Anfang und denkst du, was mache ich da? Also, wirklich grosser Respekt vor all denen, die dann performen so früh. Das ist meist nur so. Gabriel Vetter, glaube ich, hat auch ein bisschen Mühe. Trina ist im Bischema gekommen. Ah, ja, mit genau. Finken letztes Mal. Mhm. Ich habe gerade gesagt, sie zieht es gerade durch. Sie geht direkt zum Bett aus. Und ich habe gemerkt, dass Bischema war. Ich dachte, okay, so ist man halt auch angezogen, das Junge. Natürlich. Ja, willst du ja nicht sagen. Heute darfst du eh nicht mehr sagen. Weißt du nicht genau, ob es modisch ist oder daneben. Was ja gut ist. Ja, ja. Aber es ist schon so, dass bei mir, wo ich Radio gemacht habe, dass immer die Hauptdiskussion war mit dem Herr, der meine Sendungen gehört hat und dann analysiert hat. Und ich habe kein Publikum. Also weißt, das hat mich immer wahnsinnig gestresst. Und schon nur, wenn man zur zweiten Sendung machen kann, dann ping-pongelt man miteinander und irgendwie, es passiert viel mehr. Ist so. Das ist super, ja. Wenn das Publikum nicht vergisst, weißt du, zusammen, das ist toll. Also, ja. Am schlimmsten war es, wo man doch ins Havarie-Studio, wenn du eine Panne hast oder wenn sie den Service gemacht haben, sage ich mal, im alten Radiostudio Brunnenhof, dann musst du in die Havarie hindern. Und du magst vielleicht erinnern an das zweite Studio dort hinten. Ja. Dort ist draussen niemand, drinnen ist niemand. Es sieht furchtbar aus, es ist ganz schlimm gewesen. Dort bist du noch mal mehr abgekapselt gewesen wie davor. Dort sind nicht einmal die Redaktorinnen und Redaktoren sind hinterher gekommen, vor dem Studio sitzen. Du bist ganz allein. Das ist eine irgendwie und Sendung ist einfach nicht nichts. Das ist schon, also ein bisschen, also du musst irgendeine Resonanz schon haben. Das ist, und das ist der Vorteil, wenn du Zweiter bist, das ist schon so. Yeah. Ja, und halt oft eben von der Reaktion merken, hey, der Witz oder die Formulierung, die kommt an, die checkt man und so daran rumfeilen. Das ist sicher bei dir mega spannend, oder? Also, weißt du, wenn du ein Programm schaffst und hast so deine Vorstellung, gut, mit der Zeit hast du Erfahrung, dass das funktionieren kann. Aber es gibt wahrscheinlich immer wieder Überraschungen, oder? Ja, ich sehe es auch wahnsinnig oft, also auch ab und zu bei mir logischerweise. Der Chris Rock hat das mal gesagt. Er hat gesagt, der Witz ist eigentlich gut, aber die Prämisse stimmt noch nicht. Weißt? Und irgendwie in deinem Kopf ist alles klar. Du sagst so, ja logisch, das ist doch mega lustig, weil das ist das, was ich sage am Schluss. Oder? Ja. Aber wenn du davor den Leuten nicht
den Aufbau nicht gemacht hast. Ja, so, nicht richtig erklärst, um was es geht oder was es wird. Dann ist es komplett weg, oder? Ja, das sagst du viel. Extrem. Fall, oder? Wo also genau Fallhöhe, Timing, das ist extrem wichtig. Du kannst noch so einen guten Gag haben, wenn du nicht richtig bringst und den Aufbau nicht machst. Also wenn die Leute nicht drauf hochläufst. Also wenn die Leute wenn du einen Witz machst, wo die Leute nicht rauskommen, dann ist das nicht lustig. Du musst sie daran hinführen, sogenannte Fallhöhe einstellen und dann schädern. Das ist früher hat es mich oft gerettet, dass ich irgendeinen Joke gemacht habe. Und dann ist still. Und dann haben sie oft erklärt. Und dann das haben sie gelacht. Ja. Aber. Das ist so ein klassischer Joel. Aber ich habe dann wie gemerkt, dass eigentlich das, was ich schon als Joke gesehen habe, ist eigentlich die Prämisse. Ja, klar. So, weil ich oft wie haben müssen. Ja. Eben, sie sind nicht mitgekommen. Mit meinem wirren Gedanken, den ich jetzt oft so präsentiere. Ja. Und dann tun sie es aufrollen. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich noch eine gute Joke-Struktur. Ja, ja, weißt? Klar. Ja, logisch. Genau. Du tust einfach mal etwas platzieren, sie keine Ahnung, um was es geht. Und dann sagst du, will. Okay. Da. Also, dann kommt doch. Ja. Ja, das ist auch schön. Das ist cool. Aber das ist eben zum Glück dann im Moment von der Reaktion vom Publikum abhängig. Oder? Dass du dann eben wie merkst, okay, da braucht es noch mehr. Und dann stimmt das wirklich, dass das so Regionen- oder Kantonsabhängige fast, dass gewisse Witze funktionieren und andere nicht? Oder ist das so? Nein, immer wie weniger. Das ist schon. Ich habe das früher als Ausrede gebraucht, natürlich. ja, logisch, Luzern. Ja, super. Eben, Luzern natürlich. Was ich ganz am Anfang gemerkt habe, ist. Weißt du, was ein Buschi ist? Nicht mehr Buschi, kenne ich. Ja. Das ist ein Kleinkind, oder? Ja. Das Baby. Aber das ist, weil du Baseldeutsch kennst. Ja, das stimmt. Ich am Anfang, ich glaube noch in Luzern, habe ich von Buschi geredet. Niemand hat gewusst, was ich meine. Und dann ist der Schweizer ja verloren. Genau. Ja, das ist so. Weil sie nachher gekommen sind, was ist das? Und ich sage, aha. Also klar, so gewisse Begriffe, wo du dann merkst, okay, das ist jetzt wirklich Dialekt. Ja. Da musst du aufpassen. Aber schlussendlich finde ich regionale Unterschiede mittlerweile. Ich glaube nicht, das ist durchmischt, oder? Mittlerweile. Ja, absolut. Es ist viel mehr Location, das merkst du. Also weißt du, zum Beispiel früher so im Comedy-Kreis haben irgendwie alle gesagt, Luzern ist wahnsinnig schwierig. Sicher? Das hast du so gesehen. Ja, wir sind halt, wir haben gewisse Ansprüche. Nein, und irgendwie eben, dann habe ich gesagt, ja, weißt du, irgendwie auch Sex funktioniert dort nie, weil irgendwie zu katholisch. Und das ist alles so zusammenreden. Ja, mehr so Witz. Und schlussendlich hat sich dann herausgestellt, das hat vielleicht auch mit der Location zu tun, wo wir immer gespielt haben, wo irgendwie einfach nicht matcht von den Leuten, die kommen und von dem, was wir erzählen. Ja. Und dann gehst du in Luzern 500 Meter weiter. Also kannst du wirklich nicht einmal sagen, es ist regionaler Unterschied. Mhm. Und dort hast du dann aber halt eine coole Bar mit jüngeren Leuten und dann matchst du auf einmal. Mhm. Und das ist eigentlich mehr mit der Zeit, dass du halt einfach völlig regionsunabhängig merkst, okay, was ist das für eine Location, was kommen da für Leute? Und dann ein bisschen auf das eintunst, oder? Ja, aber das muss cool sein. Also, aber das ist alles, wir können uns immer die Reaktion ein bisschen vorstellen oder haben sie einfach verzögert. Ich meine, du mit den Divertimenten, die du geschrieben hast, bist du sicher auch, hast sie gesehen auf der Bühne und wenn der Joke dann funktioniert, das muss riesig sein, oder so? Ja, das ist schon so. Und es ist schon so, dass du, wenn du zum Teil merkst, auch bei uns, Comedy zu Morgen haben wir auch ein bisschen versucht, ein bisschen lustig zu sein. Mhm. Und dann merkst du eigentlich. So die ersten Stand-up-Dings. Also wir machen ja. Also es ist eigentlich nichts textet, also nicht viel textet bei uns in der Morgenshow. Aber gleich, wir haben dann gefunden, komm, jetzt machen wir so das eine oder andere lustig. Und dann merkst du plötzlich, Timing und so. Ja, das ist schon, aber dann plötzlich merkst du, der muss Monster-Gag sein, der muss ankommen. Das ist, da haben sie am Morgen. Und dann schaust du und sagst, nein, das funktioniert. Und dann kommt eben morgen früh wenig Leute oder andere. Aber du merkst schon, es ist knallhart. Also es ist wirklich nicht einfach, Comedy zu machen, finde ich. Also vor allem, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast und du hast dir irgendwie noch ein bisschen Vertrauen in dich selber. Du weißt ein bisschen, was funktioniert. Du kennst die Häuser, die Locations, aber gleich. Ich finde, das ist wirklich ein Handwerk, muss ich sagen, hohe Kunst. Ja, es ist vor allem, was ich spannend finde, ist, gerade in der Schweiz hast du auch wirklich unglaublich unterschiedliche Publikumsarten, sage ich jetzt mal. Oder? Mhm. Also du hast wirklich von irgendwie in Zürich an der Langstrasse Open Mic mit wirklich sehr, sehr jungen, hippen Leuten,
sehr intellektuell so. Wo ich dann zum Beispiel merke, da bin ich jetzt mit meinem Alter, bin ich schon jetzt an der Grenze. Oder? Genau. Aber gleichzeitig hast du dann auch noch in einer Show, wo ein Kollege sagt, immer Baumwolle fällt, wo wirklich einfach nur noch weiße Haare hast, oder? Der Cotton Club. Und dort merkst du, es ist auch wieder ein anderes Humorverständnis. Oder? Mhm. Und dann irgendwie durch zum Beispiel einen Auftritt in Deutschland habe ich gemerkt, dort checken sie eben zum Teil früher, auf was du raus willst. Mhm. Oh, das reicht nicht. Also dort musst du irgendwie noch tighter, noch ein bisschen mehr abkürzen. Das ist wirklich. Ja, noch ein bisschen mehr auf den Punkt. So, und eben mit der Zeit hast du halt einfach immer mehr Handwerk und so weiter. Das und ist so. Ja, ja. Aber was ich zum Beispiel spannend finde, ist, eben wo du mit Divertimento geschafft hast, dort ist es ja wirklich so eine Dreiergruppe, die in einer Hütte hockt. Ja. Weißt, und wirklich mega, mega lang erarbeitet, bevor das überhaupt zu den Leuten kommt. Weil wir haben ja mehr so den Prozess, irgendwie, du gehst an einen Open Mic und dann laberst du einfach mal irgendetwas salopp gesagt. Okay. Und eben aus dem sagst du, das ist etwas, was funktioniert. Genau, da haben wir einen Nugget, das können wir weglassen oder müssen wir anders machen. Weißt du so? Und du tust eigentlich eben Mut, hey, mit dem Publikum tust das halt so ein bisschen zusammen erarbeiten. Ja, ja. Aber ich hatte den Prozess früher auch gehabt, weil es eben noch keine Open Mics gegeben hat. Ja. Und du bist einfach allein für dich, bist du am Sachen ausdenken und hoffst, ja, das könnte sie. Also du gehst regelmäßig, also Open Mic Veranstaltung, gehst eigentlich quasi deine Gags oder gewisse Sachen testen. Immer noch. Ja. Aber ist denn dort auch die Erwartungshaltung auch ein bisschen, also weißt du, nicht so hoch, dass du so die Brüller lachen musst liefern? Also dass man wirklich... Ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltung ist noch höher, nicht? Ja, aber es spannend, also spannend also, weißt du, ist... Also du probierst das ein bisschen wie aus. Ich würde... Auch dort, ich kenne mittlerweile die Bühne, wo ich sage, das eher, das weniger. Weil mein Glück ist eben gesehen, ich habe angefangen, Solo zu schreiben, noch nie auftreten mit Comedy-Material. Und ich habe das in meiner Stube vor meinem damaligen Manager und meinem damaligen Regisseur, Dominik Isin, Manuel Weingartner, habe ich einfach mal die Stunde, die ich dort geschrieben habe, performt in der Stube. Und sind auf beide, eben von wegen Reaktion. Schnelle Lacher und was weiß ich, sind auf beide eine Stunde lang mit ihren Laptops dort gesehen. Wow, nein, ist das schlimm. Dann haben sie ein bisschen abtippt und so. Und nachher haben sie mich, zu Recht natürlich, haben sie mich einfach liebevoll, konstruktiv vernichtet. Also komplett. Da habe ich die ganze Stunde weggeschmissen. Ja, natürlich. Ja, ja. Aber einfach, kommst du nie hinein und irgendwie das bringt nichts. Und da habe ich die ganze Stunde weggeschmissen und habe etwas Neues geschrieben und bin mit dem dann eben so quasi Premiere vom Publikum und so. Und dann so die erste wirklich offene Bühne, die ich erlebt habe, ist die Rampensau gesehen. Im Casino Theater Winterthur, wo der Deville immer noch moderiert. Sensationell. Ja. Und dort hast du ein sehr durchmischtes und eher auf Kulturseite angehauchtes Publikum. Mhm. Und dort habe ich dann gemerkt, wenn es dort funktioniert, dann funktioniert es überall. Also ich habe irgendwie, wir können von dem abbrechen. Das ist ein bisschen Gradmesser. Genau. So, die lassen sich nicht allzu einfach unterhalten. Sie haben auch gerne mal einen billigen, aber der muss dann halt trotzdem richtig, richtig gut sein. Und dort hast du dann so ein bisschen einfach das Zusammenbrauen. Und darum weiss ich mittlerweile schon sehr gut, eben, das ist ein Contiki in Zürich, weiss ich auch. Mhm. Also du gehst ein bisschen von dieser DNA aus. Genau, das sind so ein bisschen meine Maßstäbe. Ja. So, oder? Ich höre zum Beispiel auch von anderen, weißt du, die zum Beispiel nur bei ihrem Solo-Programm neues Material testen. Und dort ist dann so ein bisschen die Gefahr, dass du halt einfach immer in deinem Kreis bleibst. Oder? Ja, das ist so. Dann hast du das Risiko, dass wenn du mal jemand anders angehst, dass das dann komplett nicht funktioniert. Ja, und du bleibst in Bewegung. Das, was du machst, das finde ich also grossartig. Du bist immer laufend am Testen, am Schauen, du setzt dich aus, du verlässt eigentlich quasi immer Komfortzone. Ja, alles andere fand ich auch super langweilig. Oder? Das und das ist eigentlich grossartig. Auch das, was du gesagt hast mit einer Sendung. Oder? Das ist, wenn die Sendung durch ist, dann kommt die nächste und du fährst von neuem an. Ja. Und ich meine, wenn du jetzt schon nur in einer Woche fünfmal die gleiche Sendung machen müsstest,
Ja, sag mir. Dann war bald mal das Kündigungsschreiben da, oder? Das ist wahr. Ja, das stimmt. Das ist sehr langweilig. Ja, es ist spannend, ist in diesem Prozess dann eben noch so ein bisschen tweaken und merken, könnte man noch ein bisschen länger warten, da könnte man das mal anders formulieren. Aber schlussendlich, ich glaube, das wäre niemand nicht schon, ich habe es davon gehabt. Das Gefühl, von, wenn du wie eben ein neues Gold Nugget entdeckst, das ist unschlagbar. Das schlägt der härteste Lacher, den du mit einem hast, den du schon 20 Mal gespielt hast. Ja. Also, wenn du ein Programm fertig hast, ist es ja cool, dass du weißt, du bist safe und hast das Programm dann, wo du ein paar Mal oder ein paar Monate hintereinander spielst. Mhm. Und suchst dann dort in dem Innen auch immer so die Nugget-Momente. Dann ausprobieren oder nimmst dann etwas Neues rein? Oder, ja, das sind dann so Spiele, wo du mit dir selber anfängst. Dass du dann eben sagst, okay, das habe ich, das funktioniert. Challenge. Und jetzt sage ich noch irgendetwas hinten rein, mal schauen. So, oder? Und durch das kann sich das dann irgendwie auch noch ausbauen. Also. Das glaube ich, muss ich schon auch sagen, was unsere Sendungen betrifft. Wir hinterfragen uns immer, also hinterfragen in einem gesunden Mass und sagen, hey, komm, das machen wir neu, oder wir machen nie Copy-Paste, wir machen es wirklich, setzen jetzt neu auf. Und das ist ja das, was dann Spass macht, dass du kannst schaffen und schauen, komm, jetzt probieren wir das mal aus. Mm-hmm. Wenn du das aber nicht machst, und dann wirklich einfach, dann wärst du, glaube ich, am falschen Ort bei uns, glaube ich, oder? Ja, und eben ein gewisser Mass, wo mit Selbstkritik oder auch mit Kritik von außen können umzugehen. Also, also wie du sagst, wenn du so liebevoll dann eigentlich kaputt gemacht wirst. Ja, zerstört. Liebevoll wird. Zerstört. Genau, dass sie eben, dass sie dann nicht gehen verkirchen, dass sie motiviert, schlussendlich. Ja. Ja, das ist, hast du das schon immer gehabt, oder ist das... Wie also was jetzt? Also weißt du, das hat mit Kritik, dass sie das nicht, also ein gewisses Selbstwertgefühl, dass sie nicht kaputt macht. Ja, das habe ich auf die Comedy bezogen, habe ich das schon immer gehabt. Mhm. Sonst bin ich, glaube ich, nicht immer der Kritik... Kritik annehmensfeigste gesehen. Ja, was ich jetzt merke im Comedy-Bereich ist, jetzt bin ich nach 10 Jahren bin ich so an einem Punkt, wo ich so sage, okay, so die Tools habe ich jetzt. Jetzt geht es viel mehr um eine Ausarbeitung und welche Richtung wahrscheinlich und so Sachen. Und jetzt habe ich zum Teil Gespräche, wo ich so wie merke, ich vergleiche es immer mit Bildhauen. Mhm. Also ganz am Anfang habe ich Kritik aufgesogen bis zum geht nicht mehr, weil wirklich einfach ich so viel habe können lernen. Schon nur irgendwie Körperhaltung auf der Bühne. Eben zum Beispiel bei der Rampensau habe ich den Döbel nachher gefragt und gesagt, ist dir irgendetwas aufgefallen? Und er sagte, ja, du lernst immer so ein bisschen führen. Ist das schon mal aufgefallen? Und ich so, nein, weil ich habe immer nur Aufnahmen von vorne gesehen, oder? Und er hat es aber von der Seite gesehen. Das ist so gut. Und dann habe ich gemerkt, ja, logisch, ich habe immer im Hebsen-Theater gespielt. Früher ein Theater. Ja. Und das ist eine hohe Bühne. Und du spielst auch so ein bisschen ab. Auf die Leute ab und ein Tischchen. Und irgendwie habe ich mir so ein bisschen die Körperhaltung angewohnt. Mhm. Oder? Und das geht dann aber nicht, wenn zum Beispiel ebenartig die Leute vor dir sitzen und du lernst sie so führen. Es wirkt einfach, sie können wahrscheinlich nicht mal sagen, was es ist, aber es wirkt ein bisschen komisch. Oder? Das hast du dich nie gesehen verfolgt. Und beim Bildhauen hast du dann eben genauso, schau mal, wenn du irgendwie das Papier nimmst, dann kannst du noch ein bisschen mehr abschleifen und schau mal, wenn du so reinmeißelst. Und, so. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich zum Teil Gespräche habe, wo ich dann sage, okay, du hättest einfach lieber eine Kugel gehabt, ich hätte es aber gefunden, ich mache ein Dreieck. Ja. Oder, also eine Pyramide oder keine Ahnung was. Also wenn es dann um den persönlichen Geschmack geht, verstand ich völlig, weil ich dann auch sage, jo, ich hätte bei dir auch lieber das gesehen, aber das ist dein Bereich und das ist mein Bereich und so. Es ist immer mehr du, der dann führen kommst. So. Genau, genau. Das ist eigentlich ein bisschen spannend, ja. Ja, das wollte ich sagen, oder? Also, dass du halt auch irgendwann bist, oder? Du bist nie fertig, das ist ja logisch, aber du stehst dann für etwas und du hast auch Vertrauen bekommen und irgendwann ist es dann auch mal gut, weil wenn du immer, also wenn wir auf jede Studiomail wirklich gerade sofort würden reagieren, oder? Könnte man es nicht mehr hören, weil der eine findet, das ist der Geschmäcklerisch, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, aber dann muss man dann halt fair wie sagen, dann sind wir vielleicht nicht dein Sender, oder? Yeah. Wir spielen jetzt nochmal einfach keine Volksmusik. Dann machst du 12 Personen irgendwie im Wechsel, oder so. Ja, das ist wirklich, und ich finde das gut, die Erkenntnis, die du hast auch, oder? Dass man dann sagt, ja, bei mir ist es, auch bei mir ist es halt so, also wenn du jemanden brauchst, eine 5-köpfige Band habe ich einfach nicht, das bin ich nicht, das finde ich cool. Aber du musst es schon wie lernen. Also, ich weiss, ich kann mal einem nach der Sendung nicht mal anrufen, wenn man das nicht gewisses Mal gesagt hat. Wer? Ich habe gesagt, das kannst du doch nicht machen, mir so eine Mail schreiben. Und er hat total vergeistert, dass ich dem angerufen habe. Und er hat gesagt,
«Ah, oh, nein, ja, los!» Und dann haben wir geredet, wirklich mega gut gewesen. Und mhm. dann hat er es erklärt und ich, und dann ist es wieder gut gewesen. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich eine Woche lang mit dem Mail im Kopf rumgelaufen. Und es ist schon gemein, ich habe das mit der Mona oder auch die Leute, die auch schon lange mhm. am Morgen geschafft haben, da kannst du, also früher eben, kannst du etwa 20 positive Mail haben und eins, wo ein bisschen negativ stupft, dann denkst du an das, wenn du rausläufst. Ja, logisch. Und das ist schon... Ja, ja. Das ist ein Phänomen. Das ist ein Phänomen, oder? Du hast eine mega Show gespielt und einer kommt, ich will mein Geld zurück. Dann ist für dich da oben vielleicht ruiniert, oder? Und das finde ich manchmal auch. Hey. Ja. Aber hast andere. Aber warum hast du das denn gemacht? Ja. Ja, das stimmt. Hättest du mir ja nicht müssen sagen. Ja, ja, das stimmt. Ja, eben. Also es ist ja so etwas, es ist wie zum Beispiel bei Bewertungen im Internet, oder? Das ist ja, ja. Yeah, yeah. Wenn ich in einem Hotel bin und es ist etwas nicht gut, dann gehe ich, also wenn es gut ist, schreibe ich es ins Internet. Also da nicht. Also wirklich so, wie es war. Mhm. Und wenn etwas, wo mich gestört hat, gehe ich es persönlich sagen. Yeah. Weil ich einfach finde, das ist jetzt einfach mein Eindruck, dass es vielleicht dort und das, wer hätte jetzt anders machen können, die können mit dem viel mehr anfangen, mhm. anstatt dass ich irgendwie sie liebevoll zerstöre. Mhm. Weil das bringt nichts. Ich finde das nicht fair, oder? Dass man mit dem Finger drauf zeigt. Mhm. Und das finde ich noch gut. Also irgendwie so, dass man das auch so macht. Ja, ich finde auch spannend mit so Internetbewertungen. Mhm. Ich finde ich auch. So viel drauf. Schaust etwas an und es hat irgendwie 4,8 von 5. Und danach gehst du mal so die einzelnen Sachen anschauen und dann hat es jemand mit einem Stern. Mhm. Und dann liest ich das sofort. Du liest das? Oder du gehst gerade filtern, du willst die sehen, die negativ sind. Oder? Ja, das ist so komisch. Dass du dann eben so, okay, was ist denn falsch? Weißt, aber es ist irgendwie, dann, zum Glück merkst du dann eben meistens, das ist jetzt irgendein persönliches Befinden. Genau, unfreundliches Personal oder so. Irgendwie, das ist jetzt wirklich gerade sehr viel schief gelaufen in der eigenen Wahrnehmung von dieser Person. Okay. Ja. Also eben, man muss das ja dann auch irgendwie können abstrahieren, oder? Aber es ist schon so, dass man auf negatives Zeug viel stärker reagiert. Oder? Ja. Also ich habe ein Feedback von einem, den ich gut kenne, wo mich bis heute verfolgt. Ja, ja. Weißt du? Okay. Wo ich wirklich ab und zu... Programm denn? Ja, auf eins von den Programmen, die ich gemacht habe. Wo immer wieder von mir führen kommt, hey, und denkst du, ich würde es da reagieren? Ich, wenn ich am Duschen bin oder irgendwie im Auto oder so, und dann denke ich wieder an das. So, Hast du mal darüber geredet mit dem? Oder mit der? Mal Welle. Hat sich dann nie ergeben, oder? Und bist das ist so, wirklich richtige Narbe, gell? Ja, dann bist du wirklich so... Weil irgendwie, du hast das Gefühl, es ist nicht ganz gerecht gewesen. Also weißt irgendwie so, ja, du bist nicht völlig in dem Ding drin. Ja, ja. Oder? Mit dem Domenico Blass, der ja Comedy-Chef war bei eurem Sender. Mit ihm hatte ich aber mal genau so ein Gespräch gehabt, wo er irgendwie ein Feedback gegeben hat und ich habe es verstanden. Und dann haben wir gesagt, aber look, mein Ziel von diesem Programm ist gesehen, das und das und das. Und dann hat er können sagen, aber dann finde ich es super. Und dann hat er auch reflektiert und gesagt, ich habe schon ein Stück geschrieben, wo dann jemand gekommen ist und gesagt hat, ich habe eine bissige Satire erwartet. Und er hat dann müssen sagen, aber ich habe auf der lockere Komödie schreiben. Also weißt du, und du musst auch dort immer wieder. Eigentlich musst du immer leveln, oder? Du musst immer sagen, okay, aber was ist genau... Darum sage ich eben, ich habe eine Pyramide gemacht und du hast eine Kugel wählen. Es ist genau das. Jetzt kann ich einen Sinn, ich habe mal wegen negativem Feedback habe ich mal etwas gelesen, dass wir halt von früher her, also Steinzeitmenschenalter, dass die positiven Sachen sind oft nicht so aufgefallen. Ich dachte, okay, jetzt habe ich vielleicht ein paar Bären gesehen, die noch gut gewesen wären. Yeah. Aber so als Jäger, wenn du dann zum Beispiel den Säbelzahntiger eben nicht... würdest du beachten? Ja. Oder irgendwie, dass da irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie sticht oder so. Das wäre viel gewichtiger, wenn du das eben nicht, also weil darum reagierst, stärker auf das eigentlich, was gefährlich ist oder negativ ist. Ah, okay. Eine spannende These. Das ist einfach so, dass das Hirn halt einfach immer das will, was gewohnt ist. Mhm. Und das, was dann ungewohnt ist oder gefährlich ist, stärker reagierst. Ja, ich habe das Gefühl, es geht in diese Richtung. Oder? Wenn man etwas Gutes macht oder wenn man regelmäßig etwas Gutes macht, dann ist es einfach so wie selbstverständlich. Und wenn man etwas Schlechtes macht, dann fällt es auf. Oder? Mm. Also man kann ja auch, das muss man glaube ich auch mal, man muss auch mal einfach sagen, hey, es war einfach mega cool gewesen, was du gemacht hast. Mm. Es ist nicht nur immer der Moment von einer Premiere, wo man sagt, hey, wow, cool, und nachher verschwimmt man, sondern ich kann auch mal irgendwie auch jetzt
vielleicht unsere Sendung mal loben oder die Instagram-Produktion sagen, hey, es ist immer noch gut, was du machst. Du machst es toll und das finde ich auch noch wichtig, dass, dass das nicht selbstverständlich wird, wenn, oder wenn jemandem etwas Gutes tut, dass man das auch wieder mal sagt. Also das finde ich schon noch wichtig. Das ist ein bisschen das Gefühl, was du vorher gesagt hast, wenn du dann aus dem Studio rauskommst und es läuft nicht über das Radio, oder sind schon völlig nebeneinander drin. Yeah. Da muss man sich immer wieder sagen, wir haben es toll, der Job, und wir machen es ja für die, die draußen hören, nicht für die, die in der Redaktion sind. Aber ja, wir müssen vielleicht mal ein paar anstellen, die so. Oder so der Applaus, weißt du, so wie kommt es noch? Ich könnte, wir können es ja teilen mit SRF1, die sind jetzt vis-à-vis, oder? Können sie einfach einen Applausknopf drücken? Ja, so wie kommt es. Mir hat geholfen, als ich die Erkenntnis hatte, dass Leute halt schon grundsätzlich zu 90% mit sich selber beschäftigt sind. Oh ja. Also weißt du, es ist wirklich, alle sind so fest in ihrer eigenen Welt. Oh ja. Und oft eben auch, was dir jemand sagt, es kann ein Rotschlag sein, oder hat immer mit eben der persönlichen Erfahrung, genau, irgendetwas dort. Und wenn man das so ein bisschen schon dort so ein bisschen rauszoomt und das so ein bisschen separat anschaut, Dann weiss ich, dass ich mit dem Feedback, das ich dort gekriegt habe, dass ich heute anders könnte umgehen damit. Oder? Das aber das ist länger her. Das ist einfach irgendwie so tief. Und anscheinend ist es ja psychologisch so, dass das vielleicht das evolutionär bedingt. Dass Menschen auf Negatives stärker reagieren. Mhm. Oder? Mhm. Mhm. Einfach immer mit dem Optimieren, oder? Dass du schlussendlich eben das nicht ausstirbst. Ja. Ja. Ja, und eben, was zum Teil auch hilft, ist einfach so grundsätzlich, wie du jetzt gerade gesagt hast, es ist ein toller Job, den man macht, oder? Ja. Das heisst, ich meine, du hast schon immer die Liebe gehabt zum Radio, du auch. Ja, ja. Und die haben immer wollen Radio machen. Ja. Und dann machst du das. Ja, ja, also, es ist wirklich, ich sage es ob sie so wirklich bezahlt, die Selbstverwirklichung, weißt du, was du darfst machen. Ja. Und das ist ein mega Privileg, das ist wirklich super. Ja, das ist wirklich ein Geschenk. Also das, was wir haben, ist ein Geschenk. Und ich glaube, es ist immer noch nach wie vor, auch wenn man Radio schon 100 Mal da gesagt hat, immer noch etwas Wichtiges, finde ich, dass wir so, jetzt gerade in dieser Pandemie und in dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben, dass wir halt so wie ein Lagerfeuer bilden am Morgen. Oder? Dass wir die Leute, die uns einschalten, auch können ein bisschen vereinen und ihnen noch ein gutes Gefühl geben. Dass wir miteinander durch diese Zeiten durchkommen. Das ist auch ein Privileg, dürfen, an dem Lagerfeuer zu schauen, dass das Feuer immer brennt. Oder? Und das sind dann Feedback, wo wir auch bleiben, auf ewig. Einer hat mal geschrieben, gerade so, wo der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, glaube so 2 Monate oder so, einfach gerade danach, sonst noch irgendwie ein Buff gsi, sie ist im Stau gestanden und hat dann irgendwie so eine Mail geschrieben, so eine WhatsApp geschickt, von wegen, irgendwie Mittwochmorgen mit euch im Stau stehen, und die sind am Radio, es fühlt sich an, wie wenn man bei Freunden, wenn man ein gutes Glas Wein auf dem Sofa sitzt. Ja. Und ich so, das ist zum Einrahmen. Das ist so schön, ja. Ja, das ist schon schön. Das ist wirklich wahr. Ja. Ich bin immer fasziniert ab dem Initialmoment, wo irgendeine Passion losgeht. Mhm. Was ist bei euch der Radioimpuls Nummer 1 gesehen? Also ab wenn, Marco zum Beispiel, ab wenn hast du eben gewusst, dass du das willst machen? Und wie ist das entstanden? Also ich glaube, der Thomas Portmann und der Hubert Puri, die im gleichen Haus aufgewachsen sind wie ich, sondern ich bin im Hochhaus gross geworden, ich weiß nicht, für 18 Familien oder so. Und das ist in der Schweiz ein Hochhaus, ja. Das ist ein Hochhaus, ja. Das ist, wir haben immer gesagt, wir gehen ins Hochhaus. Und sein Vater, der hat das Haus gehört dazumal, und er hat auf dem Dach oben so ein Räumchen gehabt. Und der hat, glaube ich, Elektronikerlehre gemacht und hat einmal so einen Bausatz. Nachher baut das Piratenradio und hat so ein kleines Kästchen gehabt und der Hubi ist gekommen. Er hat immer die Anlagen gehabt da mit den verschiedenen Techniks da, mit CD-Player. Ja, genau. Er hat dann Boxen gebracht und alles, und Revox-Gerät, und ist alles eingerichtet. Und dann die Piratenradio gemacht. Und ich als, was bin ich da gewesen? 10-Jährige, 12-Jährige vielleicht. Mhm. Das hat mich fasziniert, wie die jetzt das hergebracht haben. Jetzt sind wir wieder hören, wo kommt der Sender? Immer am Sonntagabend, immer schön zwischen dem DRS-Programm durch, dass wir nicht jemanden gestört haben. Dass die Piratenradio gemacht haben, das hat mich so fasziniert, das hat mich voll reingezogen. Ich fand, das ist so cool, da kann man reden, man kann da etwas Musik abspielen und da hinten gehört man es. Und dann haben wir gesagt, so Kondenser gehabt, mit dem Schraubenzieher die Frequenz einstellen. Und dann haben wir
müssen einen Ventilator haben, dass der nicht überhitzt. Weil wenn er überhitzt ist, ist die Frequenz zusammengefallen. Und dann hätte es sein dass jemand dir ein Seis dazumal überdeckt, was natürlich ganz schlecht gewesen wäre. Das hat mich voll fasziniert. Und ab dem Zeitpunkt war für mich klar gewesen, ich will zum Radio. Also da habt ihr wirklich die Frequenz gesucht, wo irgendwie nichts läuft. Und dort hast du dann... Zwischendurch gesendet, ja. Also wir haben, es war ebig gewesen. Wir sind dann amigs stolz gewesen, wenn wir bis ins Maihof auf Luzern reingekommen sind. Und das ganze Schulhaus hat gewusst, wir senden dann wieder. Du bist mit dem Blatt Papier und dem Bleistift bist rum. Was willst du für eine Musikwunsch? Ja. Ah, wer ist der Gruß? Und dann hast du es aufgeschrieben und bist nachher gesendet. Radio Gonzo hat das geheissen. Weil, so gut. Ja, den Thomas Bortmann hat ganz so gesagt. Und dann ist das einfach entstanden. Das war unfassbar faszinierend gewesen. Das war so cool gewesen. Da haben wir irgendwann ein bisschen Angst bekommen, oder, dass wir dann nicht mit der Frequenz wirklich mal zusammengeht. Dort hat es auch nicht viele Sender gehabt. Oder? Mhm. Also 1987 haben wir aufgehört. 1983 sind ja die ersten grossen Sender losgegangen. Da ist ein bisschen die Angst aufgekommen, nein, das können wir nicht machen. Weil, ja, bist dann, glaube ich, trotzdem wäre es wirklich, wenn die sogenannte PTT damals noch mit dem Wägeli gekommen wäre, was im Nachhinein ja würde verstehen, dass das nicht super ist. So wärst du vermutlich ins Gefängnis gekommen, oder? Hättest du müssen. Die Angst war immer rum, gell? Die kommen mit ihrem... Genau, extra Kick, oder? Jetzt gehen wir wieder. Wir sind natürlich im Zoberst gewesen. Da unten ist beschlossen gewesen. Wir sind immer im Zoberst gewesen. Wir haben immer oben runtergeschaut. Kommen schon. Nein, sie kommen nicht. Wir können wieder weitersenden. Und wir hatten eine Decknahme, meine war unglaublich. Also man konnte nie können zurückführen, dass ich es war. Marcus Information war meine Decknahme. Ich bin immer runter den Teletext abschreiben, habe meine Nachrichten aufgeschrieben, bin die Nachrichten lesen, so ist das gegangen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, jetzt muss ich. Schon schön, oder? Dann ist eben das Spitalradio gekommen, das ist möglich gewesen. Und eben Schulradio und Ausstellungsradio. Radio Berowelle hat das noch geheißen. Und irgendwann, ich bin fast verzweifelt, ich bin die Lehre völlig am falschen Ort, als Hochbauzeichen. Was mache ich da? Jetzt muss ich halt eine Lehre machen. Wir hatten eine Lehre zu machen, dazumal. Und ich habe gewusst, ich muss zum Radio, weil ich das einfach so faszinierend finde. Und irgendwann hat es eben mit Radio Liechtenstein geklappt und nach 23 Jahren immer noch dürfen, Radio zu machen. Und jetzt an dieser Stelle da mit dem lieben Freund, wo wir wirklich geworden sind, Philipp, das ist ein mega Geschenk. Da kann man wirklich gut zurückschauen. Und die alten Aufnahmen, die wir etwa wieder hören, weißt du noch? Genau. Du hast ja auch so alte Aufnahmen von Radio Edel. Hey, schlimm, leck mich, ey. Ja. 101,7 Radio Edelweiss. Und dann hörst du einfach so am Mikrofon der Philipp Gabo. Am Mikrofon der Philipp Gabo. So ein bisschen Druck. So ein bisschen Druck. Aber das gibt es ja noch oft. Also, manchmal hockst du in einem Studio mit jemandem und sie schwätzen. Ja, und dann bin ich gestern bin ich noch schnell dort an. Und so, oh, warte, ich muss schnell. Ganz herzlich willkommen. Nein, ja, also der extremste Move, dort habe ich mal in Berlin erlebt. Dort dann auch 2 Jahre Radio machen. Bei Spirilradio hat es mal sogar eine Entlassung gegeben während einer Live-Sendung bei der Comedy-Redakteur. Also im Host, das sind dann Stars, die nicht mehr gepasst hat. Und dann ist er, komm rein, also auf Hochdeutsch natürlich. Wolltest du mir eigentlich sagen, dass du mehr die Sendung ruinieren willst? Dann hat er das etwa 3 Mal wiederholt und immer Leute wurde ich nebenzu noch so als Co-Moderator. Ich war der Schweizer. Ich habe es nicht gerne Gewalt und so. Ich mag das nicht haben. Und nachher, ich will dich nie mehr sehen, ist er raus, Tür zu, bumm. In der laufenden Sendung. Und dann, guten Morgen, es ist 10 nach 8, hallo Berlin. Fand, wie kann man jetzt innerhalb von Sekunden so explodieren und nachher wieder so. Aber das habe ich auch schon erlebt. Streit gehabt, sind wir ans Paleo-Festival gegangen mit dem Redakteur Selmo und dann sind wir heimgefahren. Gerade direkt gefunden, wir machen dann gute Morgensendung, toll. Und er ist einfach nervlich, aber am Ende war kein Schlaf und nichts. Dann haben wir wirklich Streit angefangen, während der Sendung. Ach, das war so schlimm gewesen. Und dann Streit ist so, und er irgendwie, glaube ich, dann gegangen und ich dann auch noch ein Hallo, guten Morgen. Das ist so elend. Das ist brutal. Heftig. Nein, also das merkst man auch. Also, meine, wenn man 21 ist und so und neu ins Radio kommt, dann es ist alles noch so cool und so. Und dann, hey, hallo, guten Morgen miteinander. Es ist eigentlich nicht unser Schnack. Also das kommt einem Alter. Und wir sind auch nicht Typen dafür, wir haben ein gewisses Alter. Und wir sind wirklich, also wir können das Mikrofon abstellen, wir sind immer genau gleich. Wir sind hier gleich, wir sind nachher gleich, wir sind im Studio gleich. Und das ist ein unfassbares Privileg, wenn man einfach kann sich sein kann. Das ist uns auch wichtig. Dass wir Sachen, die wir uns verstellen müssen, einfach auch nicht mehr machen. Das haben wir früher mal gemacht. Es war irgendwie klar gewesen,
du hast auch wollen, oder jeder hat wollen zum dazu mal DRS, SRF, hast wollen, da hast du ein bisschen natürlich wollen auffallen. Und wenn es am Mikrofon der Philipp Gaber, das ist das einfach noch so gewesen. Ja, dann ist halt Anerkennung ist der größte Lohn, gell? Das verdienst du ja nichts in den, zum Teil in diesen kleinen Radios. Und dann bist du einfach gemacht, hast du einfach gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, die gehört, auf dem, das ist geklappt, ja. Das ist schon so. Ja, eben, und auch eben dort die eigene Stimme finden, sozusagen. Ja, ja, wie, genau. Wie man überhaupt schwätzt, wie man überhaupt soll sein und so, oder? Ja, ja. Und das weiss ich noch bei euch, ist das so gesehen, als ich eben der Praktikant gewesen bin. Ja. Natürlich bei meinen ersten Aufschwätzer hat es natürlich wahnsinnig Feedback gegeben, dass das nicht gut ist, oder? Mhm, ja. Und dann haben die einfach irgendwie, haben irgendwie ein paar Sachen gefragt. So, ja, und dann, was hast du gestern gemacht und bla bla. Und dann am Schluss. So, okay, dass du geredet hast, wieder genau. Schon einfach. Und dann am Schluss, okay, wir haben das jetzt gerade aufgenommen. Ja, genau. Ja, es ist, so, und dann hat es mir vorgespielt und gesagt, schau so. Ja. Eigentlich musst du es einfach so erzählen. Ja. Wie du so halt. Wie du bist. Genau. Das ist ein Prozess. Das ist ja logisch. Das ist schwierig. Das kannst du nicht am Anfang. Ich, ja. ich habe mal eine Comedy-Nummer gehabt, wo ich darüber redet, wie es ist, eben in einem Privatradio zu Gast zu sein. So, oder? Und dann habe ich so, ein paar Menschen habe ich so zusammengemorpht zu einem Radiomoderator, wo halt auf der Bühne übertrieben depressiv, weißt, und alles ist kacke. Und dann, okay, legen wir los. Yeah! Woo! Das ist gut, das ist scheiße. Und es ist dann ein Radiomoderator sehr, sehr angepisst zu mir gekommen. Und wirklich? Ja, und er hat gesagt... Du hast mir nachher gemacht. Ja, wie? Und dann habe ich mir sagen, also ja. wenn du den dann mehr kennst, dann ist es eher dein Problem. Also, boah, weißt, das ist aber heftig. Er hat wirklich alles auf sich bezogen. Er hat wirklich das Gefühl gehabt, ich mache 1:1 eh. Wirklich? Ja. Das ist, und er ist Teil gesehen davon, aber nicht... Ja, ja. Er ist also recht gut kopiert, in dem Fall. Nein, das würde ja so nicht gehen. Also weißt du, jetzt schon oftmals, wenn dann irgendwie gerade eine Krise gehabt ist im Leben oder irgendwie etwas Schlimmes erlebt, dann kannst du nicht sagen, ich komm nicht arbeiten. Yeah, yeah. Du, wenn du noch immer einen Bürojob hast oder weil du einen tollen Handwerksberuf oder so, ist es einfacher, kannst du dir die Arbeit verlieren. Und bei uns hast du ein paar Mal das Gefühl gehabt oder gemerkt, du gehst ins Studio, machst die Türen zu und dann ist das schon ein bisschen so wie auch reinigend. Also weißt du, du gehst dann nachher wieder raus und merkst so, okay, ist immer das Problem ist immer noch da, aber du schaust es ein bisschen distanzierter an. Also das, ja, ist eigentlich schon noch, das ist schon recht schön, so zu merken. Ja, und ich glaube, wir sagen auch mittlerweile, also, wenn man etwas Tragisches erlebt hat, also wir machen nicht gerade auf Tränendrüsen, aber es ist ein Thema, oder man soll das auch ein bisschen merken. Jetzt heute geht es mir nicht so gut. Das ist ja wichtig, dass es wirklich führen kommt. Also ich wollte die Leute nicht jetzt hast du eine schlechte Laune, jetzt müssen wir alle eine schlechte Laune haben. So soll es nicht sein. Aber wir sollen auch mal sagen, hey, ja, jetzt gestern gerade etwas nicht gut erlebt, ich bin froh, dass ich da bin und mit euch zusammen jetzt versuchen, guten Mut, dass ich da stark. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Ja, ich glaube, das ist ja das, wo resoniert mit Leuten, oder? Ja, merke ich auch im privaten Umfeld, dass in gewissen Moment eine gewisse Ehrlichkeit nicht schadend ist. Nein. Im Gegenteil, nein. Oder? Weil oft hast Menschen, die irgendwie etwas Ähnliches schon mal durchlebt haben oder erleben und irgendwie du das dann eben auch kannst teilen. So. Ja. Das ist eigentlich wie auf Instagram, ist eigentlich auch alles ehrlich. Genau. Ich sehe da noch irgendein Bild, was ist das für ein Bild? Nein, so gut. Lustig, und das habe ich jetzt vorher. So gut, wir sehen hier ein Bild, ich bin hier am Löffeln, das ist am Jodlerfest. Ah, das bist du? Hast du Bart gehabt dort? Nein. Ah, der unter der Kleine? Ah, ja, jetzt komme ich raus. Entschuldigung. Nein, und das ist, ich habe gerade letztens hab ich so in Tagebüchern von meiner verstorbenen Mutter gelesen. Yes. Und das ist so, also mein Vater hat so eine Kapelle gehabt und ich habe dort so einfach mal die Holzlöffel von meiner Großmutter geschnappt und bin dann da löffeln. Yeah. Und dann, also ich habe das gar nicht mehr so genau gewusst, dann bin ich scheinbar an mega vielen so Festen, bin ich dann auf so die Attraktion gewesen, der kleine Philipp, der dann zum Teil, haben sie dann, wie ich klein war auf der Bühne, haben sie mich noch mit dem Stuhl so auf den Tisch oben drauf da, die ganze Kapelle gespielt und ich dort gelöffelt und gemacht. Und ich habe die Songs vorher nicht, also die Songs, die Lieder, die Songs nicht kennen, einfach mitgespielt. Die und Hits. Irgendwie einfach so das Unverkrampfte und einfach ohne irgendwie Lampenfieber oder so, einfach mit auf die Bühne gehen.
Und das sind, also du hast eigentlich lauter laute Instrumente um dich herum gehabt. Ist das nicht aufs Gehör gegangen? Was ist das? Was meinst du? Das ist der Tag. Weißt du, der Herr hinter dir? Hey, den kenne ich im Fall gar nicht. Ah, der gerade hinter dir, der hat also ein bisschen so eine. Ich grinse jetzt durch den Schmerz. Ja, genau. So ist das gelaufen. Und ja, so hat das, glaube ich, irgendwie alles ein bisschen angefangen. Und dann habe ich auch wie du parallel noch einen Kollegen, der Piratenradio gemacht hat. Der ist leider gestorben. Vater hat eben den BVB geschafft, Tramler und Buschauffeur gewesen. Mhm. Und hat dann sein Kinderzimmer hat ausgesehen wie auf so einem Radiostil. Er hat, glaube ich, geschlafen in so einer kleinen Ecke und sonst aufs Pult alles gehabt. Und das war aber eine kurze Zeit gewesen. Und danach bin ich über das Militär, den Leutnant, den ich hatte, der hat im Basler Lokalradio geschafft und hat irgendwann so gefunden, Mitte von der RS, du machst noch einfach das Radio. Ah, so, wirklich? Okay, ja, cool. Und dann habe ich dann wirklich nachher gebracht, den Dahlen gebracht und dann ist es so losgegangen. Aber hast du auch schon so eine Passion gehabt dafür? Oder ist die entstanden also, im Ganzen? Ich glaube, so die Passion von Mikrofon und Wort ist auch passiert durch meine Mutter. Sie hat einen guten Freund in den USA. Und die haben sich dort früher noch immer so, nicht einmal, also nachher sind sie in Kassettchen gekommen, aber vorher sind sie noch auf Bänder, also alte Revox-Maschinen. Mhm. Da hat sie einfach von sich erzählt, was sie so erlebt hat, etwa eine Stunde. Eine Art wie ein Podcast gemacht, wenn man so überlegt. Aufgenommen, dann geschickt und dann ist es gegangen, irgendwie einen Monat oder so. Dann ist dann ihm sein Band zurück und dann ist es aufgelegt und ich habe immer alles mitbekommen. Der Case hat er geheißen, Holland. Die erste WhatsApp-Sprachnachrichten kam. Ist es eigentlich so? Genau. Wir hatten wirklich so ein cooles Mikrofon, gehabt, so ein riesen Kopfhörer und so die Boxen und das Revox-Gerät. Und ich glaube, dort hat das so angefangen, das so mit Wort und Geschichten zu erzählen. Ja, cool. Geil. Mhm. Das ist ja noch geil, dass man effektiv. Wie lange auch immer, eine halbe Stunde auf dem Ahnen sitzt. Und okay, die hat das, über 15 Jahre hat die das gemacht. So. Ah, mega geil. Ja, das ist wirklich cool. Ja. Und ich glaube, dort ist das so gekommen. Und das ist mir erst letztes Mal bewusst gewesen, dass es, glaube so, ja, die Initialzündung war von wegen Wort und Geschichten erzählen, mit einem Mikrofon kombinieren. Ja, ja. Ja, retrospektiv sieht man ja dann meistens früher, als wo man es selber merkt, oder? Mhm. Mhm. Also bezüglich Comedy hat meine Mutter mir auch mal gesagt, das hat ja ganz früh angefangen mit dir. So. Ja. Und ich habe dann immer so gedacht, keine Ahnung, mit 12 oder so. Und dann fällt er ein, als ich 6 war, habe ich ganze Otto-CDs auswendig vortragen. Also weißt du, das hast du super gesehen. Wo dann eben so merkst, aha, das ist eigentlich, okay. Ja. Und in der Schule habe ich Mr. Bean Sketches vorgestellt. So gut, ja. Und irgendwie, wenn du dann auf einmal retrospektiv schaust, merkst du, das hat eigentlich schon viel früher angefangen. Du selber in deiner Realisierung bist dann eben vielleicht bei der RS und dann gehst du mal ins Radio und sagst, okay, in dem Fall finde ich das noch geil. Ja, aber, ja. Aber irgendwie tief eingepflanzt ist es. Es ist ja spannend, wenn du viel früher hast. Und vielmal so Weg, wo du irgendetwas, wo dann das Gefühl, also ich habe zum Beispiel eben wie im Gymnasium gesehen, dort ein Jahr vor der Matur weg, jetzt wie weggeputzt. Früher wegen dem dann müssen in der RS gehen, dort eigentlich dann ihn kennengelernt und so hat sich der Weg so bahnt. Und das ist. Ich glaube, immer wenn ich, also du hast mal so schön mal jemandem gesagt, aber mal sogar auf dem Sender, wo glaub, die Lehrabschlussprüfung nicht geschafft hat, dass wir, wenn du zurückschaust, sind das immer wieder neue Türen, die aufgehen. Ja. Ich habe keinen Lehrabschluss, das ist tatsächlich immer noch so. Ja, du ja, genau. Sind wir alles nicht abschließen? Du auch in dem Fall? Ja. Ja, warum laufe ich mit 18 zu einem Praktikum bei euch? Stimmt. Ich habe lange darunter gelitten. Dass ich die Matur nicht geschafft habe. Ja. Yeah. Mega lang. Einfach weil ich so gefunden habe, es ist so eine, wie so ein Gütesiegel, dass das irgendwie, weißt du, dass das nicht. Ja. Hast du nicht auch ein Problem mit dem? Also am Anfang brutal. Also ich habe ja da wirklich, also wirklich Mühe gehabt, extrem Mühe gehabt, weil das ist einfach, oder alle haben das geschafft rundherum und wir brauchen eine Lehre, das ist klar. Die Eltern dazumal haben es gut gemeint, gesagt, nein, wir brechen das nicht ab, das zieht man jetzt durch. Ja, und so. Ich habe richtig das Gefühl gehabt, ich bin niemand, ich kann nichts. Je nach Umständen, oder? Das ist ja dann, eben hast du irgendwie, hat man es einfach, hast zu viel, also es ist ja nicht gegangen wegen der Intelligenz, sondern du hast einfach nicht gewusst, wie lehren, hast vielleicht sonst Umstände gehabt, die schwierig waren.
Und dann hast du es einfach nicht anbekommen. Ja. Und dann zweifelst du dann eben schon. Ja, aber irgendwann, also ich glaube, wir sind mittlerweile, oder ich kann es auf mich, ich nicht für dich nicht, aber ich bin recht klar unterwegs mittlerweile, jetzt endlich. Und merke auch, dass halt nicht immer zwingend das musst du durchziehen. Also, es klingt jetzt blöd, wenn jetzt Leute zulassen und sagen, ich habe es gesagt. Aber man muss schon klar abwiegen, bringt es wirklich noch etwas oder bringt es nichts. Mm. Also, wenn es dann wirklich nur noch, wie bei mir, was einfach wirklich, also ich bin glaube ich der schlechteste Hochbauzeichner von der ganzen Alpen-Nord-Seite. Und einfach irgendwie hat man dort, dazumal hat man jetzt anders gesagt, das bringt nichts, komm, hör auf. Oder, aber da war das wirklich einfach noch so, gewesen, man zieht das durch. Und manchmal gibt es halt wieder diese Fälle, wo man sagt, es lohnt sich schon, nicht gerade beim ersten Krisenleiden bei Klären zu rühren. Aber es muss halt jeder und jede für sich selber auch entscheiden. Und mega gelitten. Und im Nachhinein, als ich dem Radio angekommen bin, 1999, ist eigentlich alles wie weggeblasen gewesen. Ich wusste, endlich bin ich bei meiner grossen Liebe beim Radio. Und dann ist Arbeiten wirklich kein Thema mehr, gell? Wenn du die Leidenschaft hast, dann wie du, oder? Dann gibst du einfach alles. Eben. Absolut. Das ist ja das, was du gesagt hast, wenn man Bock hat auf etwas, oder? Wenn man sich wahnsinnig Mühe gibt. Oder? Das fängt ja eigentlich mit dem an. Und ich glaube, es ist nie schlecht, wenn man die Reflexion auch kann haben, eben mal ehrlich zu sein und sagen, das ist, glaube ich, wirklich nichts für mich. Mhm. Also das bringt jetzt, glaube ich, wirklich nichts. Im Nachhinein Hochbau zeichnen. Also ich meine, ich tue gerne skizzieren nach wie vor, ich zeichne mega gerne. Aber dann muss ich auch sagen, Kopf, also da muss ja genau sein und so absolut muss man sein. Das sind alles Sachen, die ich überhaupt nicht, also ich habe das kompensiert, weil es mir nicht gelaufen ist in der Lehre. Ich habe das kompensiert mit Open Air, bin ich Präsident vom Open Air Abiken und habe in der Fasnacht mega Gas gegeben und wirklich, ich darf sagen, alles was neben dem Job war, war mega erfolgreich für mich persönlich. Ich habe gesagt, super, hey, ganz cool, und dort schon Gabaret M Quadrat hat das geheissen, wo man noch ein bisschen im kleinen Rahmen, im Rahmen von der Jungwacht noch für die Lagerrückblick-Comedy gemacht haben. Es hat alles funktioniert, außer auch der Job. Ich habe gewusst, irgendwann lande ich in der Unterhaltung. Das wird einfach so sein. Ja, ja. Und das war cool, als du das siehst. Dann ist es Schlag auf Schlag gegangen, plötzlich, zack, Radio, was ich stelle. Ausziehen bei den Eltern, tschüss. Eigenes Auto, weil es ist nicht gegangen auf natürlich das Gefühl, ich habe jetzt auf Vaduz gewonnen, ja. Denkste. Natürlich muss schön auf der Schweizer Seite bleiben, aber eigenes Auto plötzlich, eigene Wohnung, gerade direkt über einem schnellen Fastfood-Restaurant. Dort ist es passiert langsam, glaube ich. Die ersten Kilo sind dort dazugekommen. Lach nicht so. Das hat auch wieder ein schönes Bild von dir. Yes, das mache ich. Ja, ich habe Mesh gehabt. Ich habe auch Mesh gehabt. Ja. Wow. Aber du hast schöne. Du hast Mesh erfunden eigentlich. Ja, glaubst nicht, was ist das? Wo bist du dort? Das ist eine ganz gute Frage. Es könnte Berlin sein mit Radio Pilatus, wo wir eine Woche aus Berlin gesendet haben, weil Zentralschweiz Gast war bei der ersten Augustfeier der Botschaft. Und wir sind dort gewesen, und ich weiss es wegen dem Hanteli, ich hatte noch nie so Hanteli angehabt. Ich bin mit dem Auto rausgefahren, weil ich eine Flugangst hatte. Und mir Hanteli, sagst du das? Ja, oder einfach die Pulswärmer. Die Amedeisli, und dann hat die Klimaanlage. Oder man fährt einen Moment von Luzern auf Berlin, ständig an mein Handgelenk gekühlt. Und ich habe Schmerzen gar nicht. Darum habe ich dort wissen, so ein Ding. Es könnte Berlin gewesen sein. Ja. Es ist gut, dass du anhand von dem zu erkennen. Das ist so. Ja, das ist Berlin. Das ist Berlin, ja. Mit dem Andy Wolf in der Mitte und dem Kilian Pfister, unserem Techniker. Der Andy Wolf? Ja. Den verrecke ich ja. Wir haben Andy Amo gemacht. Wir waren die erste, also eigentlich richtige Morgencrew gewesen, mit dem Peter Wick, mit Ursula Huber. Peter Wick hatte ich auch. Ja, also natürlich, der war überall, in vielen Orten. Orten. Aber wir waren eine richtige Crew gewesen, das weiss ich noch gut. Cool. Wir haben gestartet am 10. September 2001. Oh! Ja. 10. September 2001. Wir haben nicht so lange Morgenshow gemacht, zwei Morgen. Und dann war es 9-11. Ja. Krass. Dann haben wir das wie, es ist dann wie so, wir können uns alle noch erinnern an den Moment, das ist wie nicht mehr, es war wie klar gewesen, dass wir die Morgenshow absetzt, gerade für einen Moment, weil es einfach, weil die Welt eine andere war. Hey, aber das war so ein Moment gewesen, ich hatte auch schon die Morgenshow gemacht, beim One of Five war das gewesen, und habe so voll so
echt wirklich die Party morgen, weißt, immer voll Scheiwei. Und dann ist das passiert, habe ich gemerkt, hey, jetzt. Ist das erste Mal gewesen, wo du hast mich wirklich zurück zu dir und ganz ehrlich sein. Und, und das hat den ersten Wechsel eigentlich so hervorgebracht, weil gar nicht anders gegangen ist. Ja. Das ist schon krass gewesen. Ja, der Kollege von mir, der hat super wie du als Praktikant einen Beitrag gemacht in der Stadt über Pfannenputzer. Und kommt es heim. Oh. Super tolle Töne. Da kommt in die Redaktion und alle so an den Bildschirm und dann so, okay, ich habe den Beitrag, der ist nie gesendet worden. Ja, das ist so. Also in dem Jahr sowieso, das ist alles passiert, das können wir alle. Und ich habe wirklich Redaktoren gehabt bei Radio Pilatus, die wo wirklich brüllend zum Nachrichtenstudio rausgekommen sind, die haben das nicht mehr können, das also wir alle nicht mehr können verarbeiten, was in dem Jahr alles passiert ist. Dann hast du auch das Gefühl gehabt, jetzt sind wir alle am Ende. Oder dort, das ist krass gewesen. Ja, was wirklich spannend war, ist eben dort, wie alles, was im Bereich Unterhaltung war, hat man eben, wie selbstverständlich, ohne Überlegen, ist oft alles auf Pause gesetzt. Ja, genau. Im Nachhinein, krass, was das ist. Und ich weiss aber noch, dass zum Beispiel der Raab mit TV Total, ich glaube, die Woche drauf oder so, wieder auf Sendung gegangen ist. Vielleicht auch zwei Wochen nachher. Okay, ja. Und das ist dann eben zum Beispiel sehr schwer verdaut worden von den Leuten. Mhm. Vor allem, weil er so da hat, als eben wäre nichts passiert. Ah, das kannst du dann schon so, und dann hast du so bei anderen eben auch Late-Night-Shows oder was weiß das ich, so viel nach einer gewissen Pause, ist zum Beispiel in den USA ist der Letterman gekommen, oder? Und das ist dann eben keine lustige Sendung gewesen. Das ist spannend, was du sagst. Also man hat eigentlich quasi wie gesagt, jetzt ist eine andere, also jetzt ist tragisch, ultra tragisch gewesen, jetzt stellt man weiter Unterhaltung ein. Ja? Das ist eigentlich gar nicht so bewusst, aber das stimmt. Ja, also mir ist damals extrem eingefallen. Ja, das stimmt. Jetzt, heute wäre es, glaube ich, wäre anders. Also die Morgenshow gäbe es weiterhin, man würde es dementsprechend anpassen. Genau. Weil man mit so Situationen sensibilisierter. Genau. Yeah. Ich komme gerade ein bisschen Sinn, am 11. September oder dann 12. bei uns, haben wir dann am Oben das noch Theater gemacht. Da haben wir einfach Theaterprobe gehabt. Also wäre nicht genau und am Oben, ich so ums Rein, hey, nein. Und alle hat das irgendwie nicht interessiert. Dann hast du die Theaterprobe gemacht, Wojciech gespielt und irgendwie, als wäre nichts. Ja. Yeah. Und das Theater ist aber, glaube ich, dann auch ewig lang, hast du das nicht aufgeführt. Das ist so. Ja, das stimmt. Die Unterhaltung ist gestorben, gerade im Moment auch. Ja, aber das, wie du sagst, heute ist es schon anders. Weil ich meine, auch während Covid hat es ja dann immer noch Formen von Unterhaltung gegeben. Also, weißt, irgendwie auch, genau. Zwingend, ja. Und auch dort sensibilisiert unter den Umständen. Ja. Also ich glaube schon, dass das heute anders war. Aber es ist halt wirklich, was ist jetzt, 22 Jahre her, es ist trotzdem so eine andere Zeit gewesen. Weil für mich in Erinnerung, weiß ich noch, das ist für mich das letzte große Ereignis gewesen, wo alle eine eigene Timeline hatten, von wenn und wie sie es erfahren haben. Ja, also das stimmt. Schon nur der, wo irgendwie die Pfannenputzer-Beitrag ist aufgenommen. Genau. Der kriegt es erst mit, wo er zurück ins Studio kommt, stimmt, oder? Stimmt, genau. Andere haben es zum Teil erst am nächsten Tag mitgekriegt. Ja. Gewisse Leute haben irgendwie per Zufall das Fernsehen angeschaltet. Nee, ich habe es live am Fernsehen gesehen, wie das zweite Flugzeug rein ist. Ich zum Beispiel auch. Ich auch. Ja. Und andere haben es erst so oben mitgekriegt. Ja, genau. Und das ist eigentlich das letzte grosse Ereignis gesehen, wo noch nie mit den heutigen Medien. Stell dir vor. Heute weißt du innerhalb von, ich sage jetzt, einer Stunde. Ja. Außer mir jetzt. Keine Ahnung, wir sind, du hast zwar Internetzugang, aber wir reden jetzt seit bald zwei Stunden. Was? Sicher? Ja. Oh, ich bin so froh. Ich meine, wir gehen nach einer halben Stunde sind wir ganz schlecht gewesen. Also das war's. Aber es gibt wirklich wenig Momente, wo der völlig gesondert irgendwie. Stimmt. Schon nur, ich weiß noch, wo der Michael Jackson gestorben ist. Ja, da bin ich auf dem Zeltplatz gesehen, im Neuenburgersee. Und ich bin in einem Club gesehen und es kommt einer mit dem Handy und zeigt mir auf dem Handy irgendwie, ich glaube, Batz oder so, News, dass der Michael Jackson gestorben ist. Und dann haben innerhalb von etwa 10 Minuten haben es alle in dem Club gewusst. Ja, genau. Und 20 Minuten später hat der DJ Billie Jean laufen lassen. Ja, weißt du? Und krass. Dort habe ich zum ersten Mal gemerkt, aha, das ist jetzt eine neue Art von der Kommunikation. Zack, Kulturen, ja. Und jetzt, wenn... Dort war es noch bei 20 Minuten gewesen, heute ist es 20 Sekunden, gefühlt.
Und ich frage mich gerade, so noch hätte ich es gar nicht möchte mitbekommen. Stell dir vor, so 9-11 mit der jetzigen Zeit, yes, hätte ich Bilder auf Twitter oder weiss der Gucke was. Ja, yeah, ja. Yeah. Sogar im Turm innen oder so. Stell dir mal das vor. Ja. Das ist doch bei dem Club in Paris. Ah, das ist gerade Bataclan. Bataclan, ist das so gewesen? Ja, oder? Charlie Hebdo. Ja, genau. Ja, ja. Ah, das ist sehr, 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 sehr schwer verdaulich. Und ich glaube, da muss man sich auch schützen. Also, ja, das effektiv. Das ist ja das Krasse, dass das in der heutigen, ich sage jetzt mal, Medienlandschaft, und da finde ich aber Radio spannend, weil eben, es hat einen Anfang und einen Schluss und es ist ganz klar von euch gesetzt. Aber in anderen Bereichen ist so viel Verantwortung mittlerweile bei Endkonsumenten, dass wirklich halt einfach, vielleicht hat es mal eine Warnung, grafische Inhalte. Aber schlussendlich triggerst du ja fast zum schnell drauf schauen. Also was klickst du selber drauf und siehst etwas, was du in deinem Leben nie hast gesehen. Ja, genau. Und eben zum Beispiel 9-11, weiss ich noch, mein Vater ist gerade in den USA gesehen und irgendwann nach ein paar Stunden haben wir halt können telefonieren. Oh, ja. Und dann hat er gesagt, irgendwie, er hat gehört, dass bei uns es Aufnahmen gegeben hat, wie Leute vor der Tür kumpeln. Und er hat gesagt, das hat es in Stunden Fernsehübertragung in den USA hat's das nicht gegeben. Also, dort jetzt wie die Zensur, gell? Und eben Zensur, das wird dann heute gerne auch verschrien, oder? So von wegen Zensur. Wir müssen es zeigen und so. Ja, und dann sagst du, aber es hat schon einen Grund. Also, das hörst du ja auch von eben Leuten, die in den Nachrichten arbeiten und so, wo eben Zeugs müssen vorsondieren, oder? Zu 90% in, also ich finde jetzt die Statistik, aber öppe in psychologischer Behandlung. Weil ist du einfach traumatisiert, sag nicht. Oder auch weißt du, Google-Filter, grafische Inhalte rausfiltern. Ja, mittlerweile viel. Es ist mittlerweile sehr digital, aber es haben auch Leute gemacht. Ja, das ist furchtbar, sag nicht. Und jetzt hast du aber sehr viel bei dir selber. Jetzt musst du und ich, wir müssen immer selber entscheiden, wie viel davon. Ja, Bandbreite, oder? Die Kanäle und Vektoren sind natürlich viel, viel mehr geworden. Ja. Also, meine Twitter, oder? Das ist so, jetzt sind die Leute dran und stellen einfach rein, können gar nicht nachher das rauszulöschen. Und, und ich behaupte, ich als Jugendliche, wir haben immer Filme geschaut, die nicht fürs Alter gemacht sind. Also, ich rede von wirklich so brutalen Filmen. Einer gesagt, ich glaube, ich weiss nicht, Gesichter des Todes, irgendwie, wo einfach so, der ist so umgegeistert bei uns und den hat man nicht dürfen schauen, weil er einfach Gewalt und Tod ungeschönt gezeigt hat. Und dort haben wir mal rein, so natürlich den Kleinen geschaut. Und das weiss ich heute, das tut nicht gut. Also auch als Jugendlicher, wenn man das auch nicht versteht in dem Augenblick, ich wollte doch jetzt den Film schauen ins Kino, ich bin doch auch schon, auch wenn er ab 18 ist, die überlegen sich etwas. Also das ist echt nicht gut, wenn man das Zeug zu früh sieht oder eben überhaupt zum Teil sieht, da muss man sich, da braucht es irgendwie, ich glaube, das geht es mittlerweile in der Schule, oder? Wo man die Leute jetzt auch, oder die Kinder auf Social Media vorbereitet. Ja, ja, haben wir gehabt bei uns. Eben, das ist wirklich, das musst du filtern. Das aber gerade dort, also weißt, ein Beispiel habe ich letztens auch gerade einem Kollegen erzählt, sind wir im Skilager in Davos. Ich war fast heimgeschickt worden, weil ich so schlecht zu Weg war. Es hat ein Foto von mir, so mit den grauen Mischkübeln so nebendran, so in der Unterhose, oben und ohne, völlig wasted. Und also betrunken? Betrunken, wirklich schlimm. Und dann hat ein Schulkollege von mir, der Sauchreib hat das aufgehängt im zweiten Stock vom Holbein-Gymnasium an der Pinnwand. Und dann hat er aufgehängt, dann weil er ich komme dann gerade rauf. Und dann haben sie vielleicht vorher vielleicht etwa 50 Leute gesehen, die so aber stell dir vor, das Bild geht online, oder? In dem Alter, das ist das Schlimmste. Und ich habe mit einem Polizist geredet, der gesagt hat, fast täglich sind im Moment wirklich halt von jungen, vor allem Frauen, wo Fälle sind, dass es halt irgendwelche Aufnahmen von ihnen gibt, die vielleicht der Ex-Freund aufgenommen hat und ins Netz gestellt hat. Und da bin ich schon mega froh, dass ich das nicht erleben musste und finde es mega erschreckend, dass du es nicht kannst wie kontrollieren. Das ist brutal. Das ist so. Ja, und eben auch, was du gesagt hast mit irgendwie, wenn weisst schon, was jetzt in dem Moment richtig ist für dich, oder? Ja, also eben, wenn wird er geheißen? Gesichter des Todes? Ja, ich glaube, er hat so geheißen. Also meine Generation ist so sehr viel, nicht durchs Band, aber sehr viel sind traumatisiert von The Ring. Ah, ja.
Weil... Da habe ich auch nicht fertig geschaut. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 gesehen. Vielleicht auch sogar 14. Und im Kino ist er aber 16 gesehen. Und daneben kannst du irgendwie gleich mal vielleicht reinschleichen oder so. Der Kollege musste bei mir daheim pennen und wir haben den Fernseher an die Wand gestellt, mit dem Bildschirm an die Wand, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass das es so... Das ist ein Poltergeist und so. Oder Blair Witch Project. Nein, das ist... Das Blair Witch Project, den habe ich aber zum Beispiel sehr unterhaltsam gefunden. Ach, das hat mich nicht so gestresst. Da habe ich aber auch... Da habe ich im Kino gesehen. Da habe ich gerade im Kino gesehen. Hey, ist Horror. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so eine... Und dann ist das so ekelhaft mit so einer Kamera. So. Ja, 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 ja. Das ist wie Ferienvideos. Genau so, also wirklich sehr real. Ja, ja. Und, ja. Und darum, da ist man brutal gefahren. Glaub, was hat er gehabt? Ein Budget von 60 oder 160.000 Dollar. Also wirklich im Verhältnis absolut nichts. Nice. Krass, ja. Das ist ein geiler Film, immer noch. Ja, da muss ich glaube wieder mal schauen. Jetzt würde ich ihn vertragen. Und hätte es nicht gegangen. Ja, The Ring muss ich vielleicht auch wieder mal schauen. Zum oh, ja. Zum Abschließen. Oh je. Ja. So, eben, wie ich gesagt, wir haben fast 2 Stunden gemacht. Nein, sag nicht. Da 60.000 Dollar hat er gekostet. Blair Witch Project. Ah, ja, großartig. Das haben wir dann als Vorbild genommen. Wir haben dann auch immer so Filme gedreht. Wir haben dann auch gefunden, ja, wenn die kein Budget haben, dann können wir das auch. Und wir können jetzt auch oft so. Das ist fantastisch, wie das funktioniert hat. Mhm. Ich glaube, der erste in seiner Art, der so ein bisschen die Kameraführung gemacht hat. Heute sind ja jedes Familie. Nachher ist dann so Cloverfield, das ist ein bisschen in die Richtung gegangen. Ja, stimmt. Das ist auch geil. Das kenne ich nicht. Schaut ihr Horrorfilm denn beide? Ich glaube, ist Cloverfield ist ein Horrorfilm? Nein, es ist wirklich ein Horrorfilm. Es ist ein bisschen Katastrophenfilm, wenn man so will. Science Fiction, ne? Ja. Mit so Monstern, was. Die kommen dann irgendwann. Ey, das ist im Fall. Das ist wirklich. Da habe ich letztens geschaut. Und das Konzept ist, es sind alles Homeaufnahmen, also Video. Handyaufnahmen, so, oder? Ja, genau. Es ist so die erste Zeit von Handys auch. Und genau. Und es wird eigentlich alles durch diese Linse gezeigt. Okay. Die bist du gewöhnt, oder? Das ist brutal. Ja, also, ja. Das kommt da extrem durch. Ja. Also, der Horror ist überhaupt nicht mein Genre. Da muss ich sagen, da bin ich irgendwie das Thriller mit so einem leichten Horroransatz. Okay. Schön, ja. Aber ich glaube, als Kind habe ich einfach. Also, die Komödie, es ist nicht über Komödie gegangen. Du hast sicher auch alle Otto-Filme in- und auswendig können. Richtig. Otto. Also, Filme, ich habe die tausendmal geschaut. Louis de Funé habe ich heute noch. nicht alle, aber einfach so ein paar auch auf meinem Recorder. Wenn ich daheim komme und es mir nicht gut geht, oder also ich irgendwie muss einschlafen, mich ein bisschen entspannen. Schaust du noch? Oh. Ich schaue Louis de Funé. Das ist für mich immer noch nach wie vor. Das ist ja geil. Meine Mutter hat den immer so grossartig gefunden. Und ihre Liebling ist gesehen, der Rabbi Jacob. Ja. Meine ist der Kommandant Gerber gesehen, natürlich. Ja, natürlich. Die habe ich eigentlich alle, die Jean d'Arfon und Saint-Tropez. Jacques Tati habe ich geschlungen. Ah, sehr cool. Ja. In Saint-Tropez, wenn ich das erste Mal dort über den Ecken gelaufen bin, und die Jean d'Arfon gesehen, ich so, oh, wow. doch. Nein, aber er wird immer, oder? Er ist so wie Kanonenfutter im Fernsehen gezeigt worden, ich finde wie Bud Spencer. Ja, Und es hat wirklich, also sage ich jetzt, Setting, die mir nicht gefallen von Louis de Funès. Aber es gibt dann wieder grossartige Sachen. Die grosse Sause. Hammer. Mobül, oder wie heisst es? Mit dem Kloster dort in Bohm. Ja, und so relativ nah auf den Krieg und gleich schon Satire. Ja. Also das ist zum Teil, oder einfach gewisse Szenen, die einfach grossartig sind. Das ist schon, cool gewesen. Das habe ich immer lieber geschaut als dieses. Ja, die Otto-Filme sind es auch gesehen. Nackte Kanone. Oh, ich habe gerade letzte wieder geschaut. Also auf Naked Gun. Alle drei sind geil. Ja. Und dort zum Beispiel wegen Lachen und so. Ich glaube, mein Vater hat es gesehen, der gesagt hat, weißt du, warum ich das so wahnsinnig lustig finde? Weil niemand lacht in den Film. Es ist alles todernst. Ja, das stimmt. Und irgendwie, es passiert so viel crazy shit, aber es tut nie, irgendjemand von denen amüsieren. Sondern es ist absolut real gespielt. Ja. Und dann, weißt du, so Zeugs wie irgendwie, keine Ahnung, da einer geht am Boden aus dem 5. Stock und dann kommt die Marschkapelle drüber und Dampfwalz und was weiß ich. Und der andere sagt irgendwie, mein Vater ist genau gleich gestorben. So, und es bleibt immer tot ernst. Und er ist irgendwie an einem grossen Staatsempfang
und schmeißt der Frau, irgendeine halbe Hummer. Nein, der Orange schmeißt drauf und der Hummer, der Hummer schnappt sie und er tut es immer wegspielen. Oder? Es ist schon so. Und der erste Film, den ich laut gelachen habe, ist Prinz von Zamunda. Oh, ja, wow, super, wow. Mag mich erinnern, das ist einer von diesen Filmen, wo man das Fernsehheftchen noch können die Hülle, VHS-Hülle ausschneiden, aufnehmen und mit so einem Stift haben wir können programmieren, ist man so über einen Code reingefahren, hat es dann aufgenommen, dann haben wir ihn aufgenommen und dann haben wir die Hülle können rein tun und hat sogar noch Kleber gehabt im Heftchen, können Prinz von Zamunda anschreiben. Ah, geil. Ja. Ah, ich nicht mehr. Ja. Na, ja, grossartig, ey. Unterhaltung ist auch schon etwas Gutes. Mhm. Zum Konsumieren wie auch zum selber machen. Sehr schön. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Hat sehr Spass gemacht. Hat danke mega Spass gemacht, weil du sagst, toll, dass das Lego gegangen ist, also eine halbe Stunde. Ja. Nein, das Kürzeste, was wir uns gemacht haben, ist drei Viertel Stunde gesehen. Was ja nicht zwingend heisst, dass es schlecht ist. Es ist eine legendäre Folge geworden mit dem Hausi. Weil er zum Beispiel nur eine halbe Stunde Welle machen. Eben gesehen. Ja, eine halbe Stunde, dann ist gut. Länge ist relativ, wie wir das heute auch schon besprochen haben. Richtig, richtig. Also, für mich ist es sehr kurzweilig gesehen und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und alles Liebe, privat und im Job. Dankeschön. Und, dir auch. Ich muss sagen, ich höre euch wahnsinnig selten, weil es nicht mit Zeit ist. Aber wenn ich euch höre, habe ich immer sehr, sehr viel Spass. Ah, oh, das freut mich sehr. Danke vielmals. Danke, dass wir dürfen da sind. Dir auch alles gut in deinem Projekt. Ja. Gleichfalls. Vielen Dank, Christoph. Danke, Luca. Ist auch noch am Start. Und, Dankeschön, ja. Merci vielmals für die schönen Einspieler. Bis bald. Peace.